So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur League Talk Show. Oh, ich habe hier auch schon wieder professionell das Falsche am Start. Wir gehen natürlich mit der Begrüßung, starten wir natürlich rein. Ich bin Danny, wie immer hier für euch am Start und ich habe euch wieder zwei Leute mitgebracht, beziehungsweise die haben sich quasi selbst mitgebracht und das ist super. Zum einen haben wir den Mika, quasi einen Wiederholungstäter, ihr kennt ihn schon. Wer es live schaut, sieht auch, dass es das gleiche Bild ist. Er winkt auch schön. Mal hallo. Hi, ich freue mich wieder da zu sein. Das ist Mika. Schön, dass er da ist. Und dann haben wir noch Martin. Aber Martin hat leider von uns ein paar Emotes aufs Gesicht geklatscht bekommen, weil er keine Kamera zur Verfügung hat. Obwohl sich da wirklich sehr viele im Chat drauf gefreut hatten, dich jetzt zu sehen hier, Martin. Naja, das war das, ne? Ja, it is what it is. Dir geht's Nächstes gut. Mal damit Das haben wir direkt. schon geklärt, dass es dir gut geht, aber erzähl doch mal, warum es dir so gut geht. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war Mega. jetzt eine Woche in Südtirol. Boah. Sehr spannend. Wie warm war's? Also wir waren relativ weit oben, also ungefähr bei Bozen. Und dann so, ich weiß gar nicht, wie hoch es war. Also nochmal so 800 Höhenmeter oder 500 über Bozen. Und war trotzdem super warm. Also halt in den Bergen, aber jeden Tag irgendwie 25 bis 30 Grad. Super geil. Ja, sehr gut. Sehr, Sehr sehr geil. relaxed. Ja, ich fahre ja jetzt auch am Wochenende weg, auf dem Sommer, auf dem Pfadfinderlager, Zeltlager. Und es gewittert die ganze Zeit. Ist auch cool. Ja, also, eigentlich nicht. Ich weine die ganze Zeit schon. Mann, so ein Mist. Ich will auch gutes Wetter haben. Aber der professionelle Urlaub zieht sich ja sehr schön durch die Orga durch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann die Manager wieder professionell in Urlaub fahren. Ich glaube, da habe ich heute auch schon eine Ankündigung bekommen, wann die wieder weg sind. Sind doch dieses Wochenende auf dem Dom. Jim, dieses Wochenende sind sie natürlich in Frankfurt am Main und ich verschwinde. Ich mache denen quasi Platz. Aber dann ist hier auch schon wieder geschrieben worden, am 17.8. bin ich womöglich im Urlaub. Da hat er auch nicht geschrieben, dass er professionell im Urlaub ist. Finde ich schon von so einem Management ein bisschen. Naja, aber genau. Wir sind hier, wir reden ein bisschen über verschiedene Themen und ich würde gerade mal dominant reinstarten in, das ist jetzt die Frage, worauf muss ich denn als erstes gehen? Ich habe die Themen gerade nicht offen. Da! Auf die Liga der Legenden. Liga der Legenden. Das ist der Dummy 1. Duh, Liga der Legenden! Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, Perfekt. Liga der Legenden, das ist ein Begriff, den habe ich so ja noch nie gehört. Ach so, nein, ganz kurz. Ey, Leute, ganz ruhig. Bin leicht verwirrt. Die Leute wissen ja schon, Mika, dass du Caster bei Maniac bist. Aber wer der Martin ist, außer dass er im Urlaub war, wissen die jetzt vielleicht noch gar nicht. Deswegen, Martin, sag doch mal kurz was zu dir und deiner Maniac-Karriere. Okay, ich bin ja, glaube ich, schon einer der Ältesten. Also ich habe damals bei Maniac mit Manager hießen wir Oh, noch. Da war ich ja, richtig schön. oldschool. Also ich glaube, von den Leuten ist nur noch ansonsten Luis dabei als Stanton. Und dann habe ich mir ein halbes Jahr Pause genommen, weil ich nicht mehr so viel Bock auf League hatte. Auch wegen Studium, weil es ein bisschen zeitfressend war. Und spiele jetzt gerade wieder bei Weakside im Jungle. Immer noch stuck im fucking Jungle. Ich hasse Jungle, by the Wieso hast du ihn, aber spielst ihn? Macht wenig Sinn. way. I mean, it's so boring to play. Ja Mid gut, Lane aber ist es immer ist auch, Leute. weil es Immer auch noch die die beste beste, oder? Rolle, ja, die Mid stärkste Lane hast Rolle. immer Leute zum Fistfighten. Es Ja, geht das ist immer was ab richtig. im Jungle. Du bist da so stuck und dann siehst du, oh ja, nehme ich halt hier mal Wölfe. Okay, da sind noch Raptoren. It's so boring. Like, I don't know. Aber Dann wird ja am Ende auch noch. du kannst doch einfach ganken und einem Toplaner sein Leben versüßen. Toplane ganken bei uns im Team? Ja. Ich weiß Doch nicht nur bei dir im Team. Mein halber TikTok-Content besteht. Hallo? Kamera scharf. Mein halber TikTok-Content besteht daraus, dass ich auf Top kein Gank bekomme und die andere Hälfte ist, dass ich nicht lerne. So. Okay, also da weißt du schon, wie viel Wert ich bekomme auf Top kein Gank schreibe. Aber finde ich super, dass du Top nicht gankst. Toplane ist auch so Ganz wasted Rolle wichtig. einfach. Ich meine, Botlane kannst du so viel mehr machen als Toplane. Ich Ist halt einfach weiß. crazy, wenn du Das zwei Ding Leute ist, ins früher, Game weißt kriegst. du, die Leute haben sich zwar über die ganzen Teleports aufgeregt, aber das Teleport war das Einzige, was ich vor Minute 20 am Spiel teilhaben konnte. Wir haben in Flex gespielt
Und dann habe ich immerhin mal Minute 8 auf die Botlane tippet. Wir haben Kill gemacht, alle waren glücklich. Und dann bin ich wieder hochgegangen und habe für 12 Minuten weiter geinselt. Oh, jetzt ist wirklich 15, 14 Minuten einfach nur Pause und dann schauen wir irgendwann, wie es läuft. Es ist so schade. Kale Blindpick und immer fürs 1 gegen 1 gehen. Kale Blindpick, wenn ich Kale könnte, gute Sache. Aber kann ich nicht. Habe ich letztens im Stream gespielt, war nicht so gut. Aber es war ein Aram, oder? Nee, davor war auch ein Normal, wo ich die extra gepickt habe. Ja, ja. Genau, ich konnte mich nämlich an dich erinnern, Martin, dass ich dich schon länger gecastet habe, aber Weakside gibt's ja noch gar nicht so lange, wie ich quasi caste. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob du bei M5 oder Maniac mit Manager warst. Aber jetzt weiß ich's wieder, Leute. Genauso wie ihr, wenn ihr aktiv zugehört habt. Kleine Quizfrage für zwischendurch jetzt für euch zu Hause, die ihr gerade mitschreibt. Schaut nochmal nach in euren Notizen, bei welchem Team war Martin. Ich hoffe, ihr habt es richtig aufgeschrieben. Dann gehen wir jetzt aber rein in die Liga der Legenden. Und ich habe es extra... Nein, eigentlich sage ich das ja sehr häufig auch so zu League of Legends. Einfach Liga der Legenden. Auch wenn der Name natürlich nicht übersetzt wird. Aber heute wollen wir uns ganz speziell auf den Legenden-Part beziehen. Und zwar, die Frage ist, sind es zu viele Legenden oder werden es zu viele? Und kann man welche löschen, wenn sie sich zu ähnlich sind? Und wenn ja, welche wären das? Ich habe die Frage so reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch dazu schon Gedanken gemacht habt. Falls ja, dürft ihr jetzt gerne so ein kleines Eröffnungsstatement mal raushauen und dann läuft es schon irgendwie. Ihr kennt es ja. Das Eröffnungsplädoyer. Ja gut, genau. Ich habe gerade nicht genau im Kopf, wie viele wunderbare Champions League of Legends mittlerweile sind. Ich meine, es kommt jetzt der 160. ist tatsächlich diese Frau Belveth. Okay, ich wäre bei 150 plus gewesen, aber ja. Ja, ich bin der Meinung, einige Champions haben so ein sehr belastendes Kit. Die sind mittlerweile auch sehr ähnlich, aber ich meine, auch aus anderen Gründen dürfte man einige Champions gerne wieder aus der Kluft entfernen. Okay. Ja, das ist so der ein oder andere, ja, davon. Also Yumi ist hier jetzt schon gefallen. Ich meine, alle, die mich kennen, wissen, was ich löschen würde. Also ich habe definitiv keinen Spaß gegen Yasuo Yone. Vor allem, weil deren Kit auch einfach wirklich zu ähnlich ist, finde ich. Also ich würde Yasuo, Yone und Samira löschen. Ja, gehe ich mit. Vor allem, weil Samira halt einfach nur der Yasuo der Botlane ist. Und da muss ich jetzt sagen, ich bin ja, soweit bin ich ja schon selbstreflektiert. Ja, ich würde die löschen, weil ich Windwalls hasse und weil Yone mir zu mobil ist. Aber ich würde sie nicht löschen, weil sie keine Rolle ausfüllen. Weißt du? Und das müsste also eigentlich, logisch betrachtet, müssten wir uns überlegen, ey, 160 Champions, man darf nicht zu viele Mechanics haben, also müssten wir gewisse Mechanics löschen. Da würde ich dann sagen, ja, lösch doch die Windwall, ey, super. Wobei ich Grounded eher für einen unnötigen Effekt halte. Dann gibt's vielleicht einfach Champions, die sich sehr ähnlich sind. Und da Yone und Yasuo sind sich nicht so richtig ähnlich. Ich hasse es beides, aber so richtig ähnlich sind sie sich dann ja doch nicht. Ich finde das Ding. Achso, nimm mal. Martin, hau raus. Martin, bitte. Ich finde an sich die ähnlichsten Champs sind wahrscheinlich Sona und Seraphine, weil sie ziemlich ähnliches Goal haben, so Gameplay-orientiert. Aber sogar ich glaube an sich haben wir sogar Champions-orientiert, dass sie einfach einen Champion nicht nützlich ist. Ich glaube, so gut wie jeder Champion hat irgendwo seine Nische, in der du ihn picken kannst. Beziehungsweise manche Champs wie Yorick sind halt einfach useless at the moment. Aber ich glaube nicht, dass wir so viele haben, die einfach so ähnlich sind, dass es nutzlos ist, sie zu behalten. Glaubst du, es gibt eine Grenze? Weiß nicht. Ich glaube, also sie wollen ja jetzt zumindest was ich gehört habe, die Anzahl der Releases im Jahr sowieso runterfahren. Ja, die haben sie ja schon mehrfach runtergefahren. Also. Eben, genau. Also ich glaube, das wird dann nicht nötig sein, eine Grenze zu machen. Weil wenn du jetzt im Jahr 4 Champions rausbringst, das ist auch für einen neuen Spieler, also 4 Champs sind, finde ich, machbar. Bei 8 oder 10 Champs ist es halt immer schwierig dann. Aber haben sie nicht gesagt, sie wollen die Release-Zahl runternehmen, aber stattdessen ein bisschen an den Reworks arbeiten? War da nicht? Ja. Ich dachte, das wäre in die Richtung gegangen. Ja. Ja, ist ja auch cool. Ist ja auch cool dann. Ja. Ich finde es halt für einen neuen Spieler, und ich bringe den Punkt gefühlt jede Woche, der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt denken, Mensch, halt doch mal dein Maul mit diesem immer gleichen Punkt. Aber ich finde, 160 Champions sind zu viel, um
das Spiel zu lernen als neuer Spieler. Und wir müssen uns tatsächlich überlegen, noch sind wir in einer Blütezeit mit einer alten Spielerbase von 2017 und früher. Aber wir müssen uns ja wirklich überlegen, bald, wie kriegen wir neue Spieler zu diesem Spiel überzeugt. Und 160 Champions zu lernen, vor allem so lang, wie manche Texte jetzt werden. Akshan, Belveth, schon wieder übelst lange Passive. In der Passive kannst du drei Teamos designen, so mäßig. Weißt du? Ist schwierig. Ist sehr, sehr schwierig, das von neuen Spielern zu erwarten. Und es muss ja irgendwie auch unser... Ups, jetzt ist mir was runtergefallen. Es muss ja irgendwie auch unser Wunsch sein, dass neue Spieler das Spiel irgendwie erkunden und Bock haben. Ich finde 160 ja, ist zu viel. Dann irgendwo auch an den Champion Releases und nicht an der Anzahl der Champs. Also zum Beispiel so ein Champion wie Akshan, wenn du da in einem Spell zwei DIN A4 Seiten drin hast, dann ist es natürlich deutlich komplizierter zu lernen, als wenn ein neuer Spieler sich Nasus anschaut und sieht, Nasus hat 12% Lifesteal auf einem Spell. So, ja. Das ist richtig. Aber ja. Ich finde es wichtig, dass ein Champion eine neue Nische ausfüllt, mäßig. Also Akshan ist ein schlechtes Beispiel, weil ich finde, dass die Mechanik nicht nötig war. Aber zum Beispiel, der war ein neuer Champion, der so eine sehr interessante Nische ausgefüllt hat. Kaiser, maybe? Ja, Kaiser ist jetzt wirklich kein neuer Champion. Ja, gut, aber die neue Nische war halt mit der Ulti. Ja, aber die kam 2018 raus. Ja, gut. Es kann nicht sein, dass seit 2018 kein guter neuer Champion mehr rauskam. Nein, zum Beispiel Zeri fand ich tatsächlich. Ich habe schon 2015 gehofft, dass es irgendwann einen Champion gibt, der quasi die Auto-Attack-Mechanik andersrum hat. Also der einen Spell als Auto-Attack nutzt. Und eine Zeit lang war das dann Kayle. Bisschen die alte Kayle. Aber so richtig war es das nicht. Aber macht das nicht auch Ezreal? Na, ist was anderes. Ist schon sehr was anderes. Also Ezreal hätte ich jetzt als, ja, genau, als Caster bezeichnet. Aber wichtig wäre dann schon, dass das auf deinem Spell das auch so eine richtige Auto-Attack-Mechanik ist. Das fand ich immer. Das hat mir schon damals gefehlt und das finde ich gut, dass Zeri jetzt existiert. Ich finde diese passive Auto-Attack-Ding, was sie dann hat mit diesem Blitz, finde ich komisch. Aber darüber muss ich ja nicht reden, sondern eine Nische ausgefüllt werden, die wir irgendwie brauchen, aber gleichzeitig finde ich es nicht nötig, jedes Jahr eine neue Mechanik einzuführen. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt Grounded als Beispiel gebracht. Das wurde 2016, glaube ich, reingepatcht, dass Cassio und Singed Grounded hatten, statt vorher war es einfach ein Slow. So what? Ey, es hätte auch ein Slow bleiben können. Wir hätten, ein neuer Champion hat noch Grounded bekommen, glaube ich. Wisst ihr wer? Ich weiß es jetzt nicht. Welcher Champion hat noch Grounded? Wer? Poppy W. Ja, genau. Grounded, Poppy W ist aber offiziell nicht Grounded. I mean, wenn du reindashst, bist du Grounded. Nee, Poppy W hat nicht den Effekt Grounded, weil wenn du in der W stehst, kannst du dashen, es wird nur instant abgebrochen. Das ist eine andere. Nochmal ja, eine genau, aber wenn du ab. Wenn du ab. Wirst genau. Du gegroundet danach. Du kannst also nicht nochmal dashen, wenn du. Okay, okay. Ja, dann kann es sein, dass das ist. Ich finde, Grounded ist so eine Mechanik, die hätten wir nicht gebraucht. Die kannst du auch weglassen. Dann ist für alle das Spiel ein bisschen einfacher, aber niemand leidet da so richtig drunter. Und genauso hätte ich halt gesagt. Game-Breaking-Mechanics, also Viego, ja, Viego, der den Winstreak des Gegners übernimmt, also der Gegner erarbeitet sich ein Gold-Lead und dann spielt Viego einfach damit so, weil er irgendwie es geschafft hat, 4 gegen 1 den Kill zu machen, ist Viego jetzt für ein paar Sekunden einfach die gefeedete Jinx. Das war für mich eine schwachsinnige Mechanik, die wir nicht unbedingt gebraucht hätten. Dann die Windwall, habe ich ja immer schon gesagt, aber auch Renata Ult. Genau. Renata Ult ist auch so eine, wo du bestraft wirst, dafür gut zu sein. Und das sind zum Beispiel jetzt drei Mechanics: Grounded, Renata Ult und. Ah, und Akshan W. Akshan W ist auch eine Grundmechanik des Spiels, die eigentlich keine Veränderung bedarf. So, dann haben wir 4 Mechanics, die in den letzten Jahren hinzugefügt wurden.
wo man sagen kann, die wurden hinzugefügt, damit Champions sich nicht zu ähnlich sind. Also damit das dann ein Herausstechungsmerkmal ist. Bei Renatas W. Aber dann hast du auch noch Champion ja. gleich zwei dumme Mechanics. Dann hättest du, wenn Renata W. nicht so dumm wäre und Renata Ult nicht dafür sorgen würde, dass du dich gegenseitig angreifst, sondern die zum Beispiel dich slowen würde, ja, jetzt mal als Beispiel. 90% slow oder was für 4 Sekunden. Das wäre auch mal eine Länge, die wir noch nicht haben, aber trotzdem wäre der Champion überhaupt nichts Besonderes. Also er wird tatsächlich besonders durch diese beiden Mechanics. Akshan ist ohne sein Wiederbeleben schon nicht so richtig nötig. Und das zieht sich, finde ich, so ein bisschen durch die letzten Jahre durch. Und wenn man alle Champions jetzt betrachtet, würde man wahrscheinlich sagen, nein, es sind nicht zu viele Champions, weil jeder erfüllt seine Rolle. Aber manche der Rollen müssen nicht erfüllt werden, finde ich. Manche der Rollen brechen Mechanics, die wir eigentlich brechen wollen. Und dann würde ich halt schon sagen, wir haben zu viele Champions. Lass Grounded weg, diesen ganzen Bums, den ich jetzt aufgezählt habe, weg und lösch mal 10 Champions, dann haben wir besseres Champion-Roster. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar jetzt war für Zuhörer und ähnlich. Hast du schon mal Cassio in 2022 gespielt? Nur weil sie jetzt auf den Grounded angewiesen ist, heißt ja nicht, dass das nötig ist. Weil alte Cassio hättest du ja auch auf andere Weisen ändern können. Weißt du? Es gab ja mal eine funktionierende Cassio. Und du brauchst halt Kind of Grounded, um mit den unzähligen Dash-Champions zu dealen. Das ist natürlich auch die Frage, was für ein Game willst du League haben? Willst du League haben wie damals in 2010, wo einer von 10 Champions einen Dash hatte, jeder Champion ein Dash-Checker war? Oder willst du das explosive League, das es jetzt gibt, wo fast jeder Champion einen Dash hat, wo du viel Playmaking hast? Weil an sich ein ganz anderes Spiel und ich finde, die alten Champions müssen sich da auch anpassen. Deswegen sind Champions wie Grounded auf Singed oder Cassiopeia einfach super wichtig, weil du sonst keinen Counterplay hast gegen die neuen Champions, beziehungsweise sowas passiert wie Udyr, dass der Champion nur gut ist, weil er eben ein Stat-Checker ist. Und das ist dann auch wieder Dash. Ja. Ich finde, wir haben zu viele Dashes, auf jeden Fall. Aber das ist auch mal eine riesige andere Diskussion. Ich glaube halt, es hätte, weißt du, wenn du sagst, wir brauchen auf der Cassio W, brauchen wir einen HCC, der dafür sorgt, dass sie gegen die Dashes zurechtkommt, dann mach halt einen Stun drauf. Kannst du ja auch irgendwie machen. Ja, aber ein Stun auf der W, dann hast du quasi 2 Ultis. Naja, du kannst es ja so anpassen, dass es nicht broken ist. Die Cassio W, bevor sie grounded hatte, war ein Feld. Die wurde in der kompletten Form angepasst und es wurde ein Stat draufgepackt. Du hättest sie auch in jeder erdenkbaren anderen Form anpassen können, ein Stat draufpacken und viele davon wären auch viable. Das wage ich zu behaupten, weil sonst hätten mehr Champions grounded. Sonst hätten sehr viel mehr Champions grounded. Ja, aber ist nicht eine neue Art von grounded auch einfach mit Talia W? Oder ist die W, ne? Wo sie das Feld nach vorne schmeißt, wenn du jetzt dashst, wirst du gestunt. Finde ich eine sehr viel schönere Art von grounded. Ja, aber wenn das Cassio hätte, wäre das schon ziemlich broken. Finde ich aber, es bricht keine der Mechanics und gleichzeitig nutzt es bisherige Stats, um was quasi zu kreieren, was du noch nicht hast. Finde ich sehr viel schöner. Talia W finde ich sehr viel schöner als grounded, als Effekt. Oh no. Aber ich kann verstehen, dass Cassio auf den Ground angewiesen ist jetzt. Aber das ist ja nur, weil sie in diese Situation gebracht wurde. Der Champion wurde öfter verändert. So, 2014er Cassio kam auch ohne Grounded klar. Klar, da gab es weniger Dashes. Aber man hätte sie ja auch ohne Grounded an das neue League anpassen können. Das wurde mit genug anderen Champions auch. Also ein Azir hat auch keinen Ground. Ist halt auch gerade auf ein anderer Champion, ne? Also ja, klar, ist ein anderer Champion. Also, Cassio ist grounded schon basically eine der besten Lösungen. Weil, ich meine, wenn du einen Stun drauf tust, es ist sehr repetitiv, du hast quasi zweimal den gleichen Spell im Kit, wie Mika schon gesagt hat. Und es ist, also, es ist halt ein Control-Match, der super Close-Range ist. Und Azir zum Beispiel steht halt 10 Kilometer in der Backline. Da brauchst du auch keinen Grounded mehr, wenn du sowieso mit dem Shuffle und der Range arbeiten kannst. Okay, und noch Flash.
Schau mal, es wäre repetitiv, okay? Aber das hat sie bei Alessandra auch nicht gestimmt. Alessandra ist auch komplett am Ende. Das ist so langweilig zu play. Alessandra und hat Spaß dran. Hello? Also ich kann verstehen, dass Grounded für Cassio eine gute Lösung war. Aber fürs Spiel halte ich es für eine nicht gute Lösung, eine neue Mechanik einzuführen, die dann nur 3 Champions besitzen und die eigentlich, also gerade bei Singed muss man sagen, ist der Ground nicht sehr relevant. Ja. Ein guter Singed-Spieler benutzt vielmehr den Root, den du ins Grounded-Feld reinbekommst. Also in vielen Fällen. Ich bin kein guter Singed-Spieler. Ich bin gar kein Singed-Spieler. Vielleicht wird mir gleich irgendwer sagen, aber wenn ich Singed spiele, dann ist der Ground das Einzige, was zählt, weil gegen Camille bin ich damit broken oder so, keine Ahnung. Aber das wurde damals, weißt du, es wurde Cassio reworked, sie hat diesen Ground bekommen und dann wurde es noch so nebenbei so gesagt, so, ey Leute, Singed hat den jetzt auch irgendwie ohne Grund, weil vorher war es ein Slow, ja, jetzt ist ein Ground. Ich finde, es ist einer der Stats, die ein bestes Beispiel dafür sind, dass sie an sich nicht nötig werden. Auch wenn es in dem einen Champion-Kit, wie du sagst, Martin, natürlich momentan absolut notwendig ist. Ja, aber dann ist es doch genau das, was du sagst, dass es einfach einen Champion so ausmacht, dass er eben eine besondere Rolle erfüllen kann. Aber das sollte es nicht geben, finde ich. Aber auf der anderen Seite willst du eine Variabilität. Nein, jeder Champion sollte eine Nische ausfüllen, okay? Aber es sollte keine für einzelne Champions kreierten Mechanics geben. Es sollte Game Mechanics geben, aus denen ziehen sich die Champions ihre Sachen. So war das jahrelang auch immer. Dann hat halt ein Champion einen Stun bekommen, dann hat halt ein Champion einen Dash bekommen oder einen Blink oder einen Teleport oder was auch immer, weil es gibt so viele verschiedene Sachen für die gleiche Sache. Aber dann jetzt mittlerweile wird immer wieder öfter was Neues eingeführt. Eine neue Mechanik. Und die Mechanik an sich ist nicht schlimm. Ich hate nicht die Mechanik, dass sie existiert. Aber die Datenmenge ist einfach irgendwann zu groß. Wenn jetzt, ich habe dem Ninja-Wurm LOL beigebracht, so, und nach einem halben Jahr kann es sein, dass er das erste Mal auf Grounded stößt und sich schon wieder denkt, ach komm, ich höre auf, ich kenne hier nichts, obwohl ich jetzt ein halbes Jahr spiele. Und das ist ein Effekt, den finde ich nicht gut. Ja, sehe ich. Ja, aber halt früher kind of genauso, finde ich. Also als ich angefangen habe, war es auch so, dass du von vielen Champions überfordert warst. Also als ich angefangen habe, war Heimerdinger der schlimmste Champion überhaupt, weil ich nicht gecheckt habe, wo der Damage herkommt und wo die Türme stehen. Ich habe nicht mal gecheckt, wo sein Kopf ist. Ich habe nur diesen riesigen gelben Ball gesehen, dachte, wer ist dieser Mann? Ja, natürlich hast du immer, das ist aber die Natur des Spiels, wirst du am Anfang überfordert sein. Die Frage ist nur, bist du von 120 Champions überfordert oder bist du von 160 Champions überfordert? Bist du von einem Pool aus 200 Mechanics überfordert oder von einem Pool aus 400? Du wirst am Anfang immer gleich überfordert sein, aber es nimmt sehr viel schneller ab, wenn wir das begrenzen. Ja, aber die Frage ist halt wirklich dann, welche Champions du rausnehmen würdest. Weil ich meine, wenn du von einer Zahl von 120 oder so sprichst, dann wären das ja legit knapp 40 Champions, die du deleten würdest, wo du dann nicht mal irgendwelche Reworks mit reinrechnest. Ich als und Spieler, der seit Season 2 spielt, mir ist es egal, die können so viele Champions pro Jahr rausbringen, wie sie wollen. Ich lerne die alle, weil ich sehe mich da. Ich glaube. Ja, das ist ja auch der Unterschied. Genau, dadurch, dass League halt jetzt 11, 12 Jahre alt ist, willst du halt auch die alten Spieler möglichst noch am Ball halten, dass du eben auch alte Legenden weiterführen kannst. Siehe Faker, der immer noch auf nicht Bestform, aber zumindest einer Topform ist. Was ich halt sagen würde, ist, hör auf, neue Champions zu releasen. Wenn du einen releasen musst, also wenn du jetzt wirklich einen pro Jahr vielleicht einen hast, der so gut ist, der dann auch richtig, richtig ballert, und natürlich total broken ist bei Release, sodass alle direkt eine 60% Winrate darauf haben und dann wird er erst genervt, weil man hätte das nicht vorher tun können. Setz dir eine Grenze. Sie haben sich bisher keine Grenze gesetzt. Die Grenze muss für mich auch. Ich werde in 10 Jahren werde ich hierauf blicken und sagen, ah ja, hast die Grenze komplett falsch eingeschätzt. Vielleicht ist die Grenze 150, vielleicht ist die Grenze 200, vielleicht ist die Grenze aber auch 100. Es sollte eine Grenze geben, finde ich. Und
Und dann musst du halt einen Champion löschen. Das ist halt Shaco. Keine Ahnung. Ja, was machen dann? Ja, I mean, bin ich auch dabei, aber was machen dann die 300 Toxic Shaco-Mans? Direkt Deal. Die kannst du gleich mitlöschen. Okay, gehe ich auch noch mit. Aber du fängst dann halt randomly an, irgendwelche Champions zu löschen. Du darfst nicht random anfangen. Und wir haben schon Champions gelöscht. Da habe ich. Ich glaube, da warst du in der Folge dabei. Wir haben schon Champions gelöscht. Man könnte ja auch so eine Rotation machen, dass du quasi auf einem Patch im Ranked, sagen wir, von 160 Champ 80 spielen kannst, auf dem nächsten Patch die anderen 80. Ja, viel interessanter fand ich, was ich letzte Woche signiert habe, ist eine League-Rotation über so 10 Jahre oder was, wo sich auch so grundlegende Systeme hin und zurück ändern. So Team-Ranked wieder haben. Nein, das meine ich nicht. Team-Ranked will ich immer wieder haben, das ist klar. Nein, ich meine jetzt sowas wie die Elemental Rifts und dann ändert es sich irgendwann mal wieder zu dem Stacking Drake oder zu dem einfachen Gold Drake, einfach nur um das Spiel frisch zu halten, aber nicht immer wieder neue Sachen einzuführen und das Game zu übernehmen. Dass du quasi aktiv auch Mechanics, die du schon mal eingeführt hast, die auch gut sind, trotzdem löschst, nur damit das Spiel nicht zu voll ist. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den sich Riot Games irgendwann vornehmen muss. Aber bei Champions würde ich halt sagen, einem Champion wird am Anfang so eine ungefähre Lebensdauer mitgegeben. Die sollte bei jedem Champion mindestens halten. Und danach kannst du einfach als Spieler nicht erwarten, dass es noch der gleiche Champion ist, den du damals gespielt hast. Evelynn, Spieler von Season 2, Aatrox, Spieler von Season 5, Galio, Spieler von Season 3, kommen jetzt ins Spiel und denken, ihr Champion wurde gelöscht. Und de facto wurde er auch gelöscht. Es ist kein Problem, Shaco zu löschen. Wir können das machen. Es ist schöner. Wenn ich da Martin zitieren darf, bei Evelynn bin ich absolut dabei. Gehe ich absolut mit, kann direkt hinter Shaco her. Es ist natürlich schöner, wenn wir sagen, ey, Shaco kriegt einen Rework. Wir ändern alles, aber der Name ist noch da. Weißt du, das wird ein Shaco-Main genauso aufregen, wie wenn wir ihn löschen. Aber alle anderen denken sich so, ey, chill mal, der ist ja noch da. So wie beim Galio-Rework. Aber es ist halt so. Sachen, also Champions, die alt werden, auch zum Beispiel Annie. Ich meine, natürlich musst du aufpassen mit den Skins. So, da sind wir bei einem ganz großen Thema. Was macht Riot Games mit gekauften Skins? Aber erhältst die dann und darfst sie irgendwie in deinen Screen mit reinfügen oder so, keine Ahnung. Ich finde so, jetzt nochmal meine Meinung zu der initialen Frage. Ich finde, es werden zu viele Legenden. Und trotzdem will ich nicht, dass es aufhört, dass es Neues gibt. Weil das hält das Game frisch. Aber für mich die logische Konsequenz ist dann halt, dass es aufhört, Altes zu geben. Und ich sehe uns da. Ja. Dürft ihr gerne schon noch mal eine Gegenrede Ich fand halten. Das aber, also ich fand das ganz cool, zum Beispiel Anivia wiederzusehen auf einem MSI. Und das ist ein Champion, der war halt, also er ist oder sie ist sehr, sehr alt. Und sie würde wahrscheinlich damit runterfallen, von wegen, ja, du nimmst dann alte Champions raus. Und dadurch, dass so viele Leute, glaube ich, auch einfach nicht mehr wussten, wie man dagegen spielt, hat sie halt was Neues mitgebracht gehabt. Fand ich zumindest. Ja, Martin? Ja, ich finde es auch, also Champions ganz zu removen, holt mich nicht so ganz ab, alte Champions. Meinst du dann also, auch dem alten Aatrox hinterher? Oder? Nee, dem nicht, aber also ich würde natürlich mehr hinterher trauen würde, auch alten Champions, wenn die removed werden, nur weil sie halt veraltet sind. Der alte Grace. Ich finde so eine Art Rework, wie zum Beispiel bei Volibear, war ja echt nice. Also, ich bin zwar jetzt kein großer Volibear-Fan mehr, aber der Champion ist ungefähr in der Identität gleich geblieben und ist halt einfach viel besser angepasst aufs moderne Spiel. Ungefähr in der Identität gleich geblieben, auch schon gewagte Aussage. Du läufst drauf und dann hast du einen Heal over time. It's pretty much the same. Du kannst noch ein paar Türme ausschalten, bist eigentlich unkillable, wenn du irgendwen anjumpst, aber ja, das ist basically das gleiche. Sondern das ist ja nur, was damit der Champion aktuell playable ist oder dass der Champion halt aktuell bleibt. Ja, yeah, du hast schon recht. Also die Idee ist halt ziemlich gleich geblieben. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn du einfach eine Idee komplett aus dem Game löscht. Also von alten Champions.
Lass mich überlegen, was ist denn ein alter Champion, ja, der nie gespielt wird? Wenn ich jetzt fragen würde, was ist denn die Idee bei Annie, die du behalten willst? Ist ein Easy-to-Play-Beginner-Champion-Mage. Also quasi okay, das also, gleiche wie Garen, gut, nur als Mage. da kann man sagen, okay, Easy-to-Play-Beginner-Champion ist eine Rolle, die lässt sich sehr leicht replizieren. Das ist nichts, was heißt, ey, Annie muss unbedingt bleiben, das heißt nur etwas wie Annie. Genau. Also, dir geht es also, nicht um Annie, sondern dir geht es um einen Champion, den man leicht Level 5 lernen kann, zack, und auch ein bisschen damit aus der Bronze-Elo rausklemmen. Weil es ein recht geringes Scap hat und ist halt eine Mage. Aber wenn jetzt Annie gelöscht wird und es kommt ein neuer Champion, der genau die gleichen Sachen erfüllt, dann würdest du diesem Feature von Annie ja nicht hinterherweinen. Also, was an Annie würde dir quasi sagen, ey, das müssen wir behalten. Darf nicht gehen. Also das ist der eine Punkt und der andere Punkt finde ich, dass tatsächlich League auch ein Game ist, wo Design der Champions oder Lore von den Champions inzwischen auch relativ weit ist. Also früher war das ja ein komplettes Meme, also ja. Shaco zum Beispiel hat auch nicht wirklich eine Lore. Aber manche Champions, mit denen identifizierst du dich ja als Spieler nicht nur wegen dem Gameplay, sondern auch, weil du den Champion, weil er dir gefällt vom Aussehen, weil er dir gefällt von den Voice Lines, weil er dir gefällt von der Story oder weil er in Arcane vorkam. Und ich finde, wenn du solche Champions dann einfach komplett removest, dann removest du halt auch mehr als das Kit, was halt auch wieder schade ist. Ja, ich meine, ein Champion aus dem Game zu removen, heißt ja nicht, dass du ihn auch aus dem Lore removest. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Kann man dann zum Beispiel sagen, ja, ist halt jetzt, musst du halt jetzt, wenn du Annie spielen willst, musst du halt auf das nächste TFT-Set warten, wo zum Beispiel, oder musst du Legends of Runeterra spielen, wo es eine Annie-Karte gibt oder so. I don't know. Aber Ramos Mains, die einen Champion noch nie in TFT gesehen haben. Ja, ich weiß. Oh ja, okay. Weiß. Ja, ich kann es verstehen. Hier ist noch ein gutes Argument aus dem Chat und das möchte ich aber auch noch so ein bisschen relativieren. Und zwar, zwei Argumente sogar, wir gehen mal drauf ein. Wird die aktuelle Meta filtert genug raus, um neue Spieler und Spielerinnen nicht zu überfordern? Verstehe ich im E-Sport, wenn du das Spiel schaust und als neuer Spieler, verstehe ich auch, wenn du jemandem zuschaust beim Streamen oder beim Zocken einfach so. Aber wir nennen die Kategorie Stories aus der YOLO-Queue, wenn ich Solo-Queue spiele. Und das ist schon random. Aber was wirklich random ist, sind die Games, die auf dem, wenn du einen neuen Account erstellst, die da gespielt werden. Das ist wirklich random. Also, da findest du alles. Und das Problem daran, dass du alles findest, ist, dass du auch jeden Champion mal findest. Und natürlich, manchmal fällt es dir nicht auf, weil dein Team stompt den auf der Botlane weg. Du spielst auf der Toplane dreimal gegen den Garen und am Ende hat dein Game gewonnen, ohne dass was passiert ist. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du wieder von einem Champion geone-shottet wirst, den du bisher noch nicht kennst und du kannst es dir nicht erklären. Und klar, das passiert, aber die Frage ist, bis zu welchem Ausmaß wollen wir, dass es passiert? Mein Punkt habe ich ja schon klar gemacht. Das Problem ist, denke ich, dass es Riot leider immer ums Geld geht. Viele kaufen die Champs mit RP, weil sie nicht genug spielen, um die so zu holen. Deswegen gibt es immer mehr. Zwei Gegenargumente. Erstens, es werden immer mehr Champs, aber der Spielaufwand dahinter wird nicht mehr, sondern da hat Riot Games quasi immer angepasst, dass du mehr blaue Cents, mehr IP früher bekommst, wenn es mehr Champions gibt. Wahrscheinlich nicht in hundertprozentigem Maße, sondern du musstest schon mehr spielen, aber es wurde nicht linear mehr. Beim Kaufen ist das natürlich kein Argument. Das heißt, ja, man kann mehr Geld verdienen. Aber irgendwann kommt der Punkt, und klar, das ist jetzt hier noch ein bisschen ferne Geschichte, weil noch ist League of Legends auf einem Status, der super ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Riot sich überlegen muss, verlieren wir lieber alle, die neu dazukommen würden, weil der Einstieg so schwer ist, oder die Menge, die wir mehr verlieren, als wenn wir es leichter machen. Also das kann man ja recht leicht stufen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt 10 Mechanics rausnehmen, dann haben wir 5 Millionen mehr potenzielle Spieler oder so. Das kann ich jetzt nicht ausrechnen, aber das lässt sich am Ende herausfinden. Über ein paar Studien von Riot Games, die kriegen. Verlieren wir lieber die Spieler, die dann alle auf einem gewissen normalen Level kaufen würden? Skins für ihre Lieblingschampions oder was? Oder verlieren wir lieber
das Geld, was die Leute, die sich jeden neuen Champion kaufen. Und momentan ist auf jeden Fall noch dieser zweite Part viel höher. Und absolut richtiges Argument. Muss man finanziell betrachten und dann ist die absolut richtige Entscheidung, das so zu machen. Aber, oder das ist 100% safe. Ja? Wir wissen nicht, wann es passiert, aber irgendwann passiert es, dass diese andere Menge größer ist. Aber was hältst du denn von so einem, also keine Ahnung, so eine Art Kompromiss, dass du entweder einen neuen Spielmodus einfügst, wo du eine Rotation mit drin hast, oder aber halt einfach Normals hast, wo es sowieso um nichts geht, wo du dann anfängst, eine Rotation einzuführen? Weil dann kannst du gegebenenfalls eben den Einstieg erleichtern, oder der Einstieg ist einfacher, du kannst aber im Einstieg durch verschiedene Rotationen auch alle Champions nach und nach kennenlernen. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die halt hardcore irgendwie auf ihre Rangliste fokussiert sind und sich, keine Ahnung, was da drauf einbilden, die halt immer noch ihren Shaco-OTP spielen dürfen oder was weiß ich was. Ich opfere die Shacos, sag ich dir so. Bin nicht für eine kurzfristige Rotation, weil da musst du ja 1000 Games pro Woche spielen, damit du dann tatsächlich einen erwarteten Lerneffekt hast, weil sonst, wenn so ein Casual-Gamer, der Games pro Woche spielt, spielt gegen 20 verschiedene Champions, und wenn wir die Rotation einmal im Monat ändern, dann hat er trotzdem maximal 80 Champions gehabt, und das ist schon weit unter dem Wert, den wir brauchen, damit er den Lerneffekt hat, den du vorschlägst. Deswegen opfere ich die Shaco-Mains, und ich bin auch, ey, ich wurde schon mal geopfert, ich war ein Aatrox-Main vor dem Rework, beziehungsweise schon weiter vor dem Rework. Ich war auch ein Talon-Main, Season 4, der jetzt auch ein anderer Champion ist. Und also ja, lange nicht so stark wie der Rest. Lange nicht so stark. Aber schon relevante Veränderung. Ich würde mich auch nochmal opfern. Wenn dann in 5 Jahren Illaoi entfernt wird, dann werde ich weinen. Aber ich werde weitermachen. Und ich fände es richtig trotzdem. Ich würde dahinter stehen. Ja, und was ist mit einem neuen Spielmodus, wo du dann eine Rotation mit drin hast? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auf ein festes League fokussieren, weil der E-Sport okay. immer größer wird. Und wenn du ein anderes Spiel schaust, als du spielst, dann ist da ganz schnell eine Kluft, die wir nicht haben wollen. Du spielst schon ein anderes Spiel, als du schaust. Ja, aber nur, weil ich schlecht bin. Aber wenn du jetzt mit deinem Team dir T1 anschaust, dann kannst du sagen, ey, Weakside, das können wir auch. Wir picken jetzt in unserem ersten Prime League Game, picken wir jetzt einfach T1's Draft und spielen das so wie die und hoffen, dass wir gut sind. Könntet ihr machen. So. Und das ist, denke ich, eine sehr wichtige Komponente, die da die beiden Ebenen verbindet. Actually, ja. Also tatsächlich, ich sehe schon den Punkt, wenn du halt Pro-Games schaust und siehst, wie Champions funktionieren, dass du eben die Champions selber spielen willst. Und auch Spaß daran hast oder eben Champions siehst, die du vorher nicht gesehen hättest. Aber vieles, also aus dem Pro-Play kannst du überhaupt nicht übernehmen, weil es einfach. Weil die also allein Pro-Play und Solo-Queue ist was anderes und dann Pro-Play und Platin, Chili Midi ist dann nochmal auch was anderes. Klar, absolut. Aber es ist was, also es wäre was ganz anderes, wenn du zum Beispiel nicht die Picks machst. Wenn du die Ausgangssituation kannst du ja so einnehmen wie das Team auch. Nur. Der Rest ist dann halt dir überlassen. Aber sagen wir es so, wenn ich jetzt den Jakob bitte, mit seinem Div 2-Team da mal so ein bisschen den T1-Draft zu spielen, dann werden die schon in der Lage sein. Und das könnt ihr auch in der Custom-Lobby mit mir machen. Ich spiel dagegen und verliere halt, ja. Ist okay. Wäre ein bisschen blöd, wenn die dann sagen, nee, also Anivia gibt's gerade bei uns halt einfach nicht. Das ist jetzt nicht der T1-Draft, aber können wir gerade nicht, sorry. Anivia ist gerade aus. Ist schon schwierig dann. Gut. Ich wollte dir noch was Finales dazu sagen, sonst gehen wir gerade mal weiter. Ich würde auch weiter zu gehen. Nichts liegt wir euch mehr auf dem Herzen. Wunderbar. So. Also, was glaubt ihr, wie lange es dauert, alle Champs einmal gesehen hat, bis man, wenn man einen frischen Account hat? Basically unmöglich. Also es
Du musst. Was ist das nächste Thema, MSI? Also ich bin mir sehr sicher, dass der Account von vor einem halben Jahr noch nicht gegen jeden Champion gespielt hat und der spielt schon echt toll. Ja, so, jetzt kommen wir aber zum MSI. Mika, übernimm doch mal das Wort. Ja, also aus der Caster-Perspektive habe ich mich gefragt und ich habe mich dumm gefühlt, aber es wundert mich, naja, um das runterzubrechen, RNG hat das gewonnen und wir hatten das ja an Donnerstag mit dem Upper Bracket Final von unserem wunderbaren Buff My Range. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht verwechselt hier. Mika, ja, war Buff My Range. Ist, ne? Buff My Range, ja. Ja, ich war gerade bei Anivia und Range. Aber das 5 Wins auf Blue Side entstanden sind. Und meiner Meinung nach ist das nicht entstanden wegen dem First Pick und auch nicht wegen den Buns, sondern einfach wegen dem Spiel. Aber ich verstehe nicht, warum das der Fall ist. Ich habe mehrere Theorien dahinter gehabt, aber dementsprechend habe ich dich gefragt und du konntest mir das im Endeffekt am Anfang auch nicht erklären und deswegen haben wir das doch, glaube ich, hier aufgenommen. Genau, also bei Buff My Range, kurz dazu, haben wir letzte Woche gesehen, ist ja auch internationales Play, passt also perfekt hier rein. Da war es auf jeden Fall First Pick und Bann-Änderungen. Das kann man definitiv so sagen. Die ganze Ahri-Shuffle, jedes Game, weißt du? Allein der war schon offensichtlich bei deren Series. Martin, hast du MSI geschaut? Nur ein bisschen, ja. Nicht jedes Game, aber. Okay, also ich habe beim Finale auch nicht 100%. Ich habe tatsächlich bei der ganzen Playoffs nicht mehr 100% aufgepasst. Aber. Jetzt kommen hier zwei Stats, die recht interessant sind, bevor wir versuchen zu verstehen, warum die auf Blue Side gewonnen haben. Erstens, in dem Rest des Turniers hat Red Side eine höhere Winrate. Und zweitens, RNG hat ja nur den Coin Toss gewonnen quasi und dann hat immer Blue Side gewonnen. Das, genau das gleiche haben sie letztes Jahr auch schon getan. Und das heißt, sie sind jetzt. Sie haben 6 Games. Sie haben 2 Finals basically wegen Coin Toss gewonnen bei MSI. Und das ist. Ah, es ist schon ein bisschen schwierig. Also, ich würde da lieber in Zukunft festlegen, dass das highest-seeded Gruppenteam per se. Das wäre aber auch RNG hat, gewesen. Wäre auch RNG gewesen, aber dann schiebt man es nicht auf den Cointoss. Ich sag mal so: Der Cointoss war, glaube ich, ziemlich egal, wenn du Jin Yumi draftest. Da gehe ich auch zu 100% mit, aber es ist trotzdem auffällig, dass die anderen Wins so gefallen sind. Ja, aber, klar. Aber ja. Ich finde auch nicht, dass es Jin Yumi war, sondern die Ausführung von Jin Yumi, weil, naja, so gut Carrier als fucking quasi World-Class oder World-Best-Support schon fast, wo der ja geteasert war, weiß ich nicht, auf Level 2 aus einem Jin rauszugeben, wenn du einen Rakan gegen dich hast, muss nicht unbedingt sein. Ich finde, damit haben sie die Lane ziemlich hart weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber was man auch sagen muss, ja, oh, der Cointoss war es nicht, es war die Jin Yumi. Das war eine Red Side Strategy. Das hätten sie nicht im ersten Game gepickt. Bin ich mir recht sicher. Also, das heißt, die Strategie, die Argumentationsgrundlage bleibt trotzdem die gleiche. Klar, also ich muss sagen, ich fand RNG war besser als T1. Nicht nur im Finale, sondern auch schon vorher. Deswegen fand ich es okay so, aber stellt euch mal vor, das wäre die letzten beiden Jahre andersrum gewesen. Naomi und Kia hätte letztes Jahr 3-2 gewonnen mit Cointoss und T1 hätte dieses Jahr 3-2 gewonnen mit Cointoss. Oder viel besser, es wäre nicht T1 dieses Jahr gewesen, sondern, also zumindest nicht ein 18-0 T1, sondern, keine Ahnung, so ein 14-4 T1, die übers ganze Tournament ganz klar zweitbester sind. Und dann nochmal große Differenz besteht und dann passiert sowas im Finale. Also es gibt Szenarien, wo ein ähnliches Ergebnis passiert und alle sich noch viel mehr an den Kopf fassen. Ich finde jeglichen Cointoss immer schlecht. Agree. Cointoss ist actually nicht gut, nicht healthy. Ja, und jetzt die Frage, warum haben die gewonnen? Blue Side. Martin, hast du da eine Antwort? I don't know, Matt. Share your wisdom with us. Leichter zu draften auf Blue Side, wahrscheinlich. Weil du
dir immer einen Powerpick securen kannst. Also RNG hat sich ja quasi immer Gwen secured. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie dem auf 1 gepickt haben, aber sie haben ja alle drei Blue Side Games mit Gwen gewonnen. Und Counterpick Toplane ist wahrscheinlich momentan nicht so impactful, wie es normalerweise auf Red Set war oder früher noch. Aber ich bin jetzt auch nicht auf dem Level, dass ich euch sagen könnte, warum jetzt RNG alle Games auf Blue Side gewinnt. Ja, hier auch ein guter Kommentar aus dem Chat, dass die Gwen nicht gebannt wurde, war auch eine Frechheit. Ja, da haben auch viele den Mund offen gelassen, als die Gwen da durchkam. Oh ja. Ja. Also, ich würde mal sagen, beim Gwen-Kick konntest du schon sagen, das war Prio-Pick, der das Game. Also der auf jeden Fall den Draft für dich gewonnen hat. Aber sonst würde ich halt sagen, schwierig. Ja, sprich. Hätte Blue Side nicht so stark sein sollen, wie sie dann war. Es kann auch sein, dass beide Teams einfach sehr coinflippy unterwegs waren und wir halt zufällig genau das gesehen haben. Ja? Was dann so aussieht am Ende, oh, Blue Side ist broken. Aber was das Ganze unterstützt, ist halt, dass jedes Team immer Blue Side gewählt hat. Also sie haben offensichtlich der Blue Side einen höheren Value zugegeben. Vielleicht wissen die einfach mehr als wir. Ich meine, das ist deren Job, mehr als wir zu wissen. Ja, hier wird jetzt noch der Map-Vorteil angesprochen. Der ist ja mehr sowas für mich Silberspieler. Die Pros müssen da eigentlich nicht klarkommen. Aber klar, den Map-Vorteil sehe ich auch immer. Ja, aber das also, war auch so eine Überlegung, die ich hatte. Her. Ich bezweifle sehr stark, dass der in einem, also in einem RNG gegen T1-Spiel relevant ist. Ja, gut. Vielleicht war es einfach der Gwen-Pick. Aber es ist halt sehr auffällig. Ich meine, du hättest die Gwen auch, also bin ich ehrlich, die beiden Games, die RNG auf Red Side gespielt hat, haben sie halt Gwen gebannt. So, dann hätte man das halt auch irgendwie beantworten können, oder ja, ist schwierig. Das ist einfach der Unterschied in der Preparation von beiden Teams. Also es ist halt einfach, also kann es nicht sein, dass Gwen dreimal durchkommt, dreimal gewinnt, dreimal auf Blue Side, also und dann im nächsten Game, deine Antwort auf Gwen ist Jhin, Yumi, Jace. Also das ist klar, es ist Long Range, Gwen mag Long Range nicht so, aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann, ich glaube, der Coach von T1 war es ja sogar, der dann gemeint hat danach, dass sie nicht schlechter waren, sondern dass RNG nur gewonnen hat wegen Drafted. Also, I don't know. Da muss man schon ziemlich delusional sein, um das dann alles auf die eine Side-Selection zu schieben, finde ich. Auch wenn ich T1 als Team sehr gern mag und fand, dass sie es gut gespielt haben. An sich bis dahin im Turnier. Auch mit einigen Schwächen zwischendrin in der Rumble-Stage. Aber ganz gut, dass sie endlich mal Schwächen gezeigt haben. Nach dem Split, den die gespielt haben. Ja. Hey, ich fand die Finals einen der angenehmsten, also am schönsten zu schauenden Games, weil alle anderen, wohl Rumble Stage war auch fein, aber wenn wir dann auf die Series gehen, ja okay, wir hatten auch 2-3-0 Series, die waren nicht so schön anzugucken aus westlicher Sicht, aber da wurde halt auch nicht so viel gezeigt und es war halt sehr, sehr klar, dass das eine Team extrem überlegen war. Also ob das jetzt an einem schlechten Tag lag oder ob das einfach an der Performance lag, aber es war deutlich, dass beide, also sowohl T1 als auch RNG, einfach deutlich besser waren als die Kontrahenten. Ja. Und deswegen das in Finals zu sehen, war sehr angenehm. The gap is not closing, guys. Ah. Aber wegen dem, ich meine, der Jace wurde ja nicht Level 1, wurde ja im Game 1 gedraftet und es wurde sehr, sehr, sehr deutlich gezeigt, dass der Jace-Pick nicht gut ist. Aber dann hat, glaube ich, T1 einfach gemerkt, dass sie keine andere Antwort hatten. Ich meine, dass es ein Video gibt sogar, wo Zeus, also der Toplaner von T1, auf den Gwen-Pick, glaube ich, sogar... Du musst ihn Zeus aussprechen. Der wurde ein Jahr lang falsch ausgesprochen. Der ist mad. Okay. Wenn der dich hier hört, der kommt gleich vorbei im Chat, wollt Hallo sagen, sie hört, dass du das sagst und dann ist er wieder weg und rantet überall. Gut, dann, das können wir dann ist er für mich jetzt einfach God of Thunder und Zeus, weil wir sind ja Deutsch. Zeus, ne? Sehr gut. Zeus kommt hier rein. Ich weiß gar nicht, wie die das im deutschen Cast gesagt haben. Ja, ist ja nicht auf jeden Fall krass. Nee, aber ich meine, ich glaube, dass einfach irgendwann gezeigt oder nicht gezeigt worden ist, sondern einfach gemerkt worden ist, dass sie keine andere Antwort hatten
Und dann haben sie es halt nochmal versucht und es hat halt nicht funktioniert. Aber das, dann wäre halt die logische Konsequenz gewesen, Gwen zu bannen. Weißt du, und ich hätte mich gefreut, in einem Game 3 oder Game 4 mal eine Antwort auf Lucian zu sehen, wenn da was prepared worden wäre. Allerdings wurde halt wahrscheinlich einfach nichts prepared und Lucian ist zu strong gewesen. Aber es wäre halt cool gewesen, mal eine Adaption zu sehen im Draft, die nicht daraus bestanden hat, dass die Picks aus der ersten Rotation alle drei Games gefühlt die gleichen waren. Ja, was er sagt. Wir mitgehen. Wir wollen auch gar nicht zu lange über das MSI reden. Kurz noch meine unpopular Opinion zum G2-Slump. Ich sage, hätte das MSI 2 Monate früher stattgefunden und die EU-Playoffs, dann wäre Fnatic dahin gefahren und hätte genau den gleichen Slump gehabt, weil es sah, dieser Slump erinnert mich 100% an den Fnatic-Slump in den Playoffs. Und dann quasi 2 Tage nach Fnatic hat ja Rogue geslumpt. Ich glaube, auch Rogue hätte genau das gleiche Ergebnis für uns geholt. Wahrscheinlich wären einzelne Games andersrum geflippt worden, also mal gegen PSG gewonnen, dafür gegen EG verloren oder so. Und das ist natürlich schwierig fürs NA-EU-Ding. Aber ich hatte mehr von G2 erwartet, als sie dann in der Rumble-Stage gezeigt haben. Und dieser Slump ist so ein EU-Ding, was wir jetzt irgendwie recht lange schon haben und was ich nicht gut finde. So. Flammidiff wurde overrated, ja. Flammidiff war halt irgendwann vorbei. So, jetzt geht's rein, Leute. In ein Thema, was wir so hier noch nie hatten. Und ich freue mich mega, dass wir das jetzt auch mal machen, weil alle wissen's, die mich kennen, ich bin so ein kleiner TFT-Konnoisseur. Und jetzt reden wir endlich in der League Talkshow einfach themenfremd über TFT. Weil warum nicht? Warum nicht? Es kommt ein neues Set. Mika kennt noch nicht alles davon. Martin, hast du es dir schon angehört? Erde an Martin. Haben wir nicht auch Martin als Experte für TFT eingeladen? Hallo? Genau, extra deswegen bin ich da. Sorry, mal kurz. Alles gut. Willst du mal ein bisschen, willst du vielleicht ein paar der Mechanics vorstellen, die du am besten findest und dann mal deine Meinung zu dem neuen Set sagen? Alrighty. Ich finde die Augments nice. Also Augments war ja in Set 6 das Gimmick von dem Set. Also hat ja jedes Set eigentlich immer ein Gimmick gehabt. Ja. Und die Augments sind ziemlich cool, weil du damit viel mehr Optionen hast, als Spieler Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Außer durch Rollen oder durch Decisions. Also du hast mehr Decisions durch die Augments. Da gibt es jetzt auch wieder ein paar neue coole Augments. Also vor allem die Prismatic Augments. Gibt es einige, die einerseits cool sind, andererseits ziemlich borderline sind. Also es gibt zum Beispiel ein Augment, wo du, was du nur in der ersten Stage kriegen kannst. Ich weiß, welches kommt. Dass du Leben zahlst und... Cruel Pact. Oh mein Gott. Also es ist komplett borderline broken. Also ich weiß nicht, ob broken ist oder ob es bis jetzt auf dem PvE nur so ausschaut. Aber das Ding im Early Game zu haben und dann Level 6, Level 7 zu rushen, ist pretty crazy. Also gibt ziemlich viele neue Augments, die teilweise sehr stark sind. Das ist das Erste, was mir so eingefallen ist. Ansonsten von den Dragons habe ich bis jetzt tatsächlich gar nicht so viel gesehen. Also es ist ja quasi das zweite neue Gimmick, dass es jetzt Dragons gibt, die doppelte Costs haben. Und gefühlt sind die Dragons einfach useless, weil die ganzen Reroll-Combs viel zu stark sind. Okay. Also Sachen wie Wullibear, Yone, Swain, am Anfang Xayah war stärker als die Dragons. Also ist es kein Reroll-Comp, aber hat auch sehr viel Work gemacht, weil sie bugged war. Ich habe noch nicht viel von denen gesehen. Also Aoshin sah aus, als hätte er Potenzial, wenn du Mage-Spatula kriegst und er quasi zweimal ultet. Shyvana ist halt ganz cool, einfach nur wegen Rage Wing Shapeshifter, also passt halt perfekt in die Swain-Comp. Ist auch ein ganz okayer Frontliner. Und was ich nice fand, war Syphon, also der Whisper Dragon, den mit Elise, ist sehr cool, weil Syphon quasi alles ein bisschen low macht, also auch AOE, CC hat und dann einen Nuke auf den Auto-Attack und Elise quasi dann die ganzen Targets, die schon Whisper-Stacks haben und die low sind, alle hintereinander executen kann. Fand ich eine sehr coole Combo, actually der Dragon dann auch Impact hat. Ja, schon mal sehr viel gesagt. Mein Lieblingstrade ist ja natürlich wieder der Economy-Trade. Ist ja klar. Dafür bin ich ja geboren.
Und der ist diesmal viel geiler als sonst. Nee, wie heißt er denn? Astral. Ah. Nee, Astral ist tatsächlich auch ein Economy Trade, finde ich auch ganz cool, aber es gibt noch diesen einen anderen, wo man diese Items bekommt. Diese Gold-Items, die immer mit dem Gold stacken. Schimmerschuppen. Oh, Schimmerschuppen ist mein Bullshit. Richtig, richtig geil. Ich freue mich. Was du auch zu Augments, was für mich bei Augments das Wichtigste ist, ist tatsächlich, dass Game sich so anders anfühlt. Also das eine, was du spielst, und dann das nächste. Du hast eine viel höhere Varianz drin vom Spielgefühl her. Du denkst nicht nach 3 TFT, jetzt aber. Also ich habe auf verschiedenen TFT-Sets einen 12-Stunden-Stream gemacht und bei Z6 ist es mit Abstand am angenehmsten gewesen. Ich meine, ich liebe TFT über alles, aber trotzdem, Z6 war schon sehr viel besser, als was wir vorher so hatten. Ich habe Angst, tatsächlich, vor einer Sache. Und zwar, TFT hat es recht gut geschafft. Z1 war natürlich recht langweilig, weil es komplett neu war. War das aber egal. Und dann ab Set 2 hat es immer eine Mechanik mitgebracht, das Spiel immer so ein bisschen verändert. Ich fand gerade Chosen und Augments haben da wirklich sehr viel gemacht, dass sie das Spiel so ein bisschen in eine Richtung verändern und dem Ganzen mehr Tiefe geben. Wovor ich jetzt Angst habe, ist genau das gleiche wie bei LoL, dass es irgendwann zu viel wird. Aber sie haben es auf dem Schirm, dass es zu viel werden könnte. Sie haben jetzt Augments beibehalten, überlegen, ob das ein permanentes Ding von TFT wird. Finde ich okay, weil du nicht alle Augments kennen musst, die werden dir ja vorgelesen. Reicht, wenn du dir durchliest und denkst, okay, gut oder schlecht jetzt für mich. Du musst nicht genau wissen, was die anderen haben, um allein spielen zu können. Natürlich auf professionellem Level solltest du das alles kennen, aber für Casual TFT musst du nicht wissen, was dein Gegner macht. Und deswegen ist es auch nicht so wichtig zu wissen, welche 3 Augments der jetzt da hat. Das finde ich ganz nice. Die Drachenmechanik, das mit den 2 Plätzen, ist ja ein bisschen von Colossus abgeschaut. Ich fand Colossus immer Müll. War kein Mutant Enjoyer. Die Drachenmechanik ist aber dahingehend noch ein bisschen anders. Die kriegen auch Bonus-Sets, wenn der Drachenbuff aktiv ist. Und die kriegen Triple Traits. Also zum Beispiel, wenn der jetzt Whispers ist, dann kriegt der 3er Whispers. Also der gibt deinem Team 3-mal den Trade. Und das sorgt dafür, dass er quasi vom Balancing her einfach auch wie 2 Units funktioniert, auch für dich als Spieler. Weil ich fand es so unglaublich anstrengend, Mutant zu spielen und dann hast du den Cho'Gath mit dabei und deswegen entfällt nicht, aber kriegst den Buff nicht. 2-mal so mäßig. Useless. Ja, wirklich. Cho'Gath ist einfach Müll. Ich mag diese Mutanten. Genau, Cho'Gath ist wirklich Schmutz. Alle anderen Mutanten, du spielst 5 Mutants, spielst lieber fucking Kassadin als Cho'Gath. Weil du diesen Cho'Gath irgendwann rollen musst. Ja. Und wenn du Cho'Gath nicht auf 3 hast, macht der ever gar nichts. Auch wenn du Cho'Gath auf 3 hast, macht der ziemlich wenig. Ja, voll. wenn du Cho'Gath auf 3 hast und die Bruiser, eine der Bruiser-Augments, wo glaube ich auch manche gelöscht wurden, weil ich habe die wirklich nie wieder bekommen, oder das Spirit Visage von Ornn hast, dann ist eine andere Geschichte. Dann kann man darüber reden, aber so nicht. Und genau, also ich fand's sehr geil, an der Drachenmechanik noch, und das ist jetzt quasi ein Spezialfall, der mir die Mechanik so viel angenehmer macht. Du darfst ja nur einen Drachen drin haben, sonst hast du den Buff nicht. Ist sehr geil, weil bei Colossus musstest du ja für den Colossus-Buff gleich 2 nehmen. Das waren 4 Felder. Kommen wir da hin. Und du hast diese Anpassung mit dem Trade. Aber es gibt ein Augment. Der Drachen-Buff funktioniert auch, wenn du mehrere Drachen hast. Und das heißt aber auch, die geben auch Multiple Trades. Also du stellst einfach 4 Drachen rein, hast also deine 8 Felder benutzt und hast aber diese ganzen Triple Trades aktiv, die auch noch ganz gut deinem Team so ein bisschen Power geben. Und wenn du die dann tust, hast, also das ist ein Augment, was für mich die ganze Mechanik schon wieder so viel ansprechender macht. Und da sieht man wieder, was diese Augments eigentlich mit uns machen. Ich fand die Set-Mechanics Galaxies zum Beispiel auch ein bisschen zu langweilig im Vergleich. Deswegen bin ich ganz glücklich mit dem, was wir jetzt haben. Also Dragonlance, ich denke, Dragonlance ist so das Cap. Mehr darf es nicht sein. Also du hast jetzt diesen einen neuen Loot. Du hast die Dragons-Mechanik, die ja sehr ausgebaut ist. Also das hätte früher schon gereicht als Mechanik. Und du hast die Augments.
mehr sollte es nicht werden. Dann änder lieber mal die Items zu einem neuen Set. Was ich auch schade finde, und das hat auch der Lead-Designer gesagt, dass es eigentlich nicht so sein sollte, dass Assassins wieder da ist. Assassins ist jetzt alle 7 Sets immer da. Und ist halt super langweilig. Und war auch die letzten 2 Sets Müll. So, es gab immer eine Combo, die man damit spielen konnte. Und die war so B bis A manchmal. Und vielleicht ein Patch mal S-Tier oder so. Also Katharina Reroll war ziemlich stark. Ja, Katharina war ziemlich stark, aber der wurde ja auch dann recht schnell genervt. Also ja. der war dann einfach noch B-Tier. Aber Katharina Reroll war auch keine Assassins-Combo, wo du jetzt 6 Assassins oder so doch, gespielt hast. Du hast 2, glaube ich, gehabt. Ja, ewig nicht mehr. Du hast 2 Assassins gespielt, du hast ganz viel Academy gespielt, damit sie den Stat-Stack und du hast den Assassin-Buff nur aktiviert, um quasi so ein bisschen Crit schon drin zu haben. Aber du hast ja nicht Assassin gespielt. Und es gab auch einen Assassin-Roll auf Katharina und dann noch 2 andere Units, aber der war schon wieder viel schlechter als der Academy-Roll. Assassin, Leute, macht einfach mal einen Split-Pause bei Assassin, bitte. Es wird nicht schaden. Willst du das bei League dann auch für alle lassen? Und er hat tatsächlich, hat Morddog gesagt, so Assassin sollte eigentlich nicht drin sein, aber ihnen ist die Zeit ausgegangen. Jetzt ist Assassin wieder drin. Ich finde, es braucht Assassins in TFT. Dann, okay, dann kommt hier mein Pitch, okay? Ich bin ja kein TFT-Designer, aber vielleicht werde ich ja mal einer. Morddog, hör mir zu. Assassins, neuer Buff ist 2,5. Assassins 2 gibt eine, ja, ungefähr Menge Stats wie jetzt, nur nicht mehr mit der Crit Damage, sondern allein mit Crit Chance. Und dann Assassins 5 gibt mehr Stats, nicht aber so viel, wie man erwarten würde von dem Change zu 5. Und gibt eine weitere Sache, und zwar, du kannst für einen Assassin festlegen, wohin er springt. Er springt nicht automatisch in die Backline, sondern du kannst festlegen, wohin er springt. Das wäre UI-technisch ziemlich einfach zu regeln, indem du quasi auf der gegnerischen Hälfte vom Brett so farbige Felder mit deinen Assassins nochmal hast. Und ganz wichtig, wenn du deine Assassins umstellst, wird das nicht resettet, sondern du kannst ziemlich gut gegen Zephyr oder sowas spielen. Ich glaube, das würde Assassin eine so neue Note geben. Damit könnte man arbeiten. Aber Riot Games, wenn ihr die Idee haben wollt, stellt mich ein. Ich bin da. Ja? Ich kann das nicht programmieren, aber ich bin da. Ich glaube, es wäre geil. Und wenn es nicht geil wäre, dann buffen wir es einfach. Hey? Einfach nur, damit dein Wille durchkommt. Ist nicht gut, weil Assassins sind super wichtig, dass du nicht so eine Meta wie in 6.5 hast, wo jeder Sievier geht und dann Top 4 zweimal, ja, dreimal Sievier. Und du brauchst einfach irgendeinen Thread auf diese Sievier und es gab keinen Thread. Ja, ein Backline-Thread ist schon gut. Ich glaube nicht, dass es zwingend in der Form von Assassins sein muss. Du kannst auch andere Backline-Threads designen. Also du hattest zum Beispiel, hattest du ja oft Buffs, so Blade Master wurde verändert, hieß dann mal noch Blade Master, wurde dann nochmal verändert, aber hieß dann anders, Duelist plötzlich, ja, so nach dem Motto. Du kannst auch mal einen anderen, zum Beispiel kannst du ja sagen, das sind jetzt nicht Assassins, sondern das sind jetzt Ninjas, die wir schon mal hatten. Und dann machen die eine ähnliche Sache, vielleicht jeder mit seinem Spell, was, wo er in die Backline zieht oder was. Du hast sehr viel mehr Freiraum, als einfach zu sagen, ey, weil wir immer Backline-Threads haben, müssen wir auch immer Assassins reinmachen. Meinst du, bringen Ken weg, der dann durch die Backline geht? Ken! Ja! Ken war auch ein Backline-Thread. Nicht Backline-Thread, ein Anti-Backline-Ding. So nach dem Motto, es gibt mehr Möglichkeiten als Assassins. Ja, aber was ist bei dem... Spatula kennen in Z4, das war lustig. Oh ja. Ninja, oh ja. Mhm. Ja. Aber was ich jetzt ganz cool fand... Kennen rein in die Enemy-Backline. Habe ich gefühlt. Ja, was ich jetzt gelesen hatte, ist, dass es die Möglichkeit gibt, die Augments nochmal zu rerollen. Wollt ihr das nochmal kurz aufgreifen? Was ist damit gemeint? Ist das... Wann kannst ganz du das... Ganz kurze Frage, wir haben ja hier einen TFT-Profi am Start. Ja? Kann es sein, dass Rich Get Richer abgeschafft wurde? Nee, gibt's noch. Also ich hab's... Ich hab's ewig nicht mehr bekommen. Also wirklich... Unglaublich lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe es seit dem Set-Remake habe ich es nicht mehr bekommen oder so. Also ich habe viel gespielt. Kanntet ihr diesen Yordle? Gespielt damit. War pretty fun, actually. Ja, kanntet ihr diesen
Ach komm. Ja. Komm, hau raus. Welchen Yordle? Welche Yordle? Kanntet ihr diesen Yordle-Trade, dass sie zu 33% mit einem Item erscheinen? Yes. Das habe ich das erste Mal gesehen nach weiß ich nicht wie viel TFT-Spielen. Der kam auch erst zum Mid-Patch. Achso, okay. Zum mit also Split. So. Mit, wie heißt es? Mid-Set-Ding. Ja. Oh, 6.5 kam erst. Haben die, glaube ich, auch dann direkt genervt. Die ja. Yeah, ja, war auch. Das ist so dumm einfach. Das war sehr dumm. Das war unglaublich dumm. Wenn du das in Stage 2-1 bekommen hast und du hast X, Poppy und randomly Lulu oder so gefunden, du hast einfach gewonnen gehabt, weil du 30 Items bekommen hast. Das Problem ist nur, dass sie... Die spielen dafür. Ja, das Problem ist nur, dass sie durch die Kombination auch deine Items komplett ficken können. Also wenn du so ein Itemplan hast, wie du in etwa spielen willst, und dann kriegst du halt was komplett dagegen, was dann aber gerade in dem Moment da... Du darfst nie auf einer Fusion ein Teil-Item wo haben. Das ist grundlegend. Ja. Und wenn du kurz vor der Triple-Fusion stehst, musst du die Unit entweder vollgesteckt haben oder du gehst davon aus... Oder dass, die Items, ja. Oder du arbeitest mit dem, was du kriegst. Aber das sind ja Sachen, um die kann man spielen. Genau, dann kurz nochmal zu Dragonlance zurück. Habt ihr Bock? Ja, ich bin sehr hyped bis jetzt. Also von dem, was ich sehe, von dem, was ich selber gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht. Ist halt noch sehr buggy auf dem PBE. Also es gibt halt auch so Sachen wie Xayah, die statt 20 Damage 200 Damage macht und dann Stufe 1 Xayah 10.000 Damage macht und Stufe 2 Shyvana 4.000 Damage. War good experience. Also ich... Aber das meiste wird langsam rausgepatcht. Ich weine ja immer noch so ein bisschen Set 2 hinterher. Wegen tatsächlich nur einer Mechanik und zwar Berserker und Glacial, also ja, eine Combo. Weil ich fand, das war eine, also nicht vom Spielen her jetzt, dass ich es unbedingt nochmal spielen will, aber ich fand, eine solche Art von Buff hatten wir lange nicht mehr, sondern wir hatten jetzt in den letzten Sets sehr viel Stat-Buff oder sehr spezifischen Buff und die haben sich bei den Buffs bei Dragonlance sehr viel mehr Mühe gegeben. Man hat bei Gizmos und Gadgets hat man halt bemerkt, dass der Hauptfokus auf den Augments lag. Und das war auch gut, weil die Augments haben das Spiel so unendlich besser gemacht. Aber jetzt, wo wir die Augments haben, kann man sich ja auch über den Rest beschweren. Und zwar fand ich die Traits in Gizmos und Gadgets nicht überragend. Ich glaube, die in Dragonlance wären besser. Gerade das mit Assassins muss ich halt sagen, so, okay, denen ist die Zeit ausgegangen. Vielleicht wäre da mehr drin gewesen. Zum Beispiel Danny anfragen und der baut euch einen guten Assassins-Buff, ja. Aber ich glaube, die vom Trade-Spielerlebnis her werden wir so viel geilere Sachen bei Dragonlance haben. Zum Beispiel so ein Jade 3 mit drin zu haben, fühlt sich viel besser an, als Challenger 2 mit drin zu haben. Dem Motto. Ich freue mich drauf. Freue mich sehr. Ich bin gespannt. Ich habe Bock, mich einzulesen. ich finde... Pater Trades finde ich cool. Ich finde die Drakes selber halt von dem, was sie für die Trades geben, ist cool. Ja. Aber meistens spielst du nicht mal die Drakes, weil die anderen Comps momentan so broken sind. Ich glaube, das ist Balancing, ne? Das ist. Ja. Da müssen sie noch ziemlich viel rumschrauben, dass du wirklich für deinen Drake spielst. Sollen weil sie gerne noch dran rumschrauben, ja. Du baust jede Runde Rageblade und QSS und dann spielst du entweder Yone oder Volibear Reroll oder Swain Reroll. Da brauchst du sowieso am Ende irgendwann dann eine Shyvana vielleicht. Und das war's dann schon. Aber da muss man sagen, also die TFT-Meta ändert sich über ein Set ja schon immer sehr. Also wirklich stark. Und deswegen denke ich, das werden sie hinbekommen, dass man auch irgendwann die Drakes spielt. da bin ich sehr guter Dinge auf jeden Fall. Wenn es darauf ausgelegt ist, ja, denke ich, sie haben so angekündigt, dass es sie. Und wenn es nicht funktioniert, werden die im letzten Patch einfach komplett broken sein, nur dass sie irgendwann gespielt werden, vertrau mir. Ja. Ja, definitiv. Mal hier rein. Zack. Maniac News, Leute. Alle Anwesenden wissen ja schon, dass es kommt. Beziehungsweise. Alle Maniac-Anwesenden wissen schon, dass es kommt, denn es wurde gestern ein Fragebogen rumgeschickt. Jeder sollte so ein bisschen seine Meinung dalassen. Ich fand's super, dass darin auch Insider aufgegriffen wurden, wie zum Beispiel Hashtag entzieht Pascal die Rechte. Auch wenn manche davon vielleicht verwirrt waren. was war so das, was euch jetzt in Erinnerung geblieben ist, was jetzt mal ansprechen würdet, hier gerade auch einfach so als Doppelung? Da reingeschrieben.
Warte, ich weiß gar nicht mehr, was ich da reingeschrieben habe. Tito, ich habe das gestern gemacht, aber... Es ist ja schon so lange her, oh mein Gott, gestern. Blub, blub, Fisch gehören. Ich glaube, es war eine Frage mit Social Media oder mit Reichweite, was man mehr machen könnte. Genau, wie ich wir glaub, mehr Reichweite bekommen würden. Mehr über Social Media machen könnte oder auch mehr über Kooperation vielleicht mit anderen Orgas, weil da ist ja momentan nicht so viel. Ja. Ist aber auch die Frage, ob das halt gewollt ist. Also ob man wirklich mehr Reichweite will und wie man dann eben mehr Reichweite haben will. Was auch mit Mainic geplant ist, ist auch eben eine andere Frage. Aber ich finde von dem, was man momentan auf Social Media macht, ich glaube, es gibt auch einen Twitter-Account, aber da ist halt nicht viel los. Also ist halt so... Da wird ab und zu mal Eintracht Spandau retweetet. Ja, also ich finde, da wäre deutlich mehr Potenzial da. Und ich meine, Mainic ist an sich jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich bekannt als deutsche Orgas. Da gibt es Orgas, die viel bekannter sind, obwohl sie gar nicht mal so viel mehr bieten, würde ich sagen. Und ich glaube, Social Media oder auch Präsenz auf Twitch oder so wäre halt auch wichtig dann, wenn man eben größer werden will. Ist die Frage, ob man es will. Also für mich war da ganz stark auch die Frage, wollen wir das überhaupt so? Weil gerade Thema Twitch sind wir ja eher von den Streams von größeren Orgas weggegangen. Also wir hatten ja Rushbots gecastet und jetzt war so das Ziel so, wir wollen mehr unsere eigenen Teams casten. Und die Rushbots-Casts waren ja schon immer die größten, auch was die Viewerzahlen anging. Aber grundsätzlich wäre dann meine Antwort auch gewesen, so, wir haben einen Twitch-Kanal mit ganz guter Reichweite. Und wir haben tatsächlich einen guten Cast, den andere toll finden. Sollte jetzt wirklich nicht mich selbst loben. Also geht ganz viel Liebe raus an Maxi an der Stelle, der für den Großteil davon verantwortlich ist. Ich glaube, unsere beste Möglichkeit zu wachsen wäre tatsächlich, andere Leute zu casten und regelmäßig unsere Teams zu casten. Aber dann nicht, ey, heute ist Donnerstag und heute gibt's mal einen BMA-Cast, sondern regelmäßig. Wir laden am Anfang des Blitz einen Plan hoch, wann wir jede Woche unsere Teams casten. Und da muss ja nicht jedes Team jede Woche gecastet werden, aber da müsste es einen Slot geben, keine Ahnung, Sonntag 20 Uhr und Sonntag 16 Uhr oder wann auch immer, mir egal. Und da werden immer Maniac-Teams gecastet. Und eins der Teams, wir haben ja 5 Teams jetzt mittlerweile, muss dann halt in einem dieser beiden Slots spielen. Und irgendwer der Caster muss sich dann da finden und einer der Producer muss da Zeit haben. Und dann haben wir Regelmäßigkeit. Ich lasse da Raum für eure weitere Producer. Maxi weint in sein Kissen. Ich glaube, Regelmäßigkeit, was ich so selbst auf Twitch immer bemerke, ist ein ganz großer Faktor. Das merken wir jetzt allein hier bei der League Talk Show. Ne? Es gibt doch genug Maniac-Zuschauer, die nicht nur bei der League Talk Show, sondern auch beim Cast vorbeischauen würden. Aber wenn wir denen immer erst einen Tag vorher sagen, ey, morgen ist übrigens ein Cast, dann können die halt nicht. Wenn wir denen aber sagen, ey, jeden Sonntag ist ein Cast, dann denken die sich vielleicht auch mal, nee, diesen Sonntag ist ja Cast, da lege ich mir jetzt nicht mein Laufen gehen genau auf die Zeit, sondern mache das vormittags und kann dann am Abend entspannt BMA zuschauen, wie sie gestompt werden und nebenbei ein bisschen League zocken. Oder ey, wie sie stompen, ey, ohne da jetzt. Also das wäre so meine Taktik. Aber ich weiß halt auch tatsächlich gar nicht, was die du Leute musst der Riot im Chat. Ja, da kommt Riot direkt. Es tut mir leid, Leute. Es war ein Witz. Irgendwo muss, weißt du, irgendwo muss ich doch Witze machen dürfen. Wenn, dann hier. Ich finde aber, so auf Monate oder gerade Seasons gesehen, das für jede Woche anzukündigen, ein bisschen krass und hoch angesetzt. Absolut, was absolut. Was ich cool fände, wo man anfangen könnte, ist, wenn man so einen Wochenplan hat. Ich hätte halt, eigentlich hatte ich vorgehabt, dass jede Woche in der League Talk Show hier angesagt wird, was bis zur nächsten League Talk Show die Termine sind, die ein Maniac-Zuschauer gerne wahrnehmen darf. Bisher war das meistens nur echter E-Sports, also nicht echter E-Sports, LOL E-Sports von lolesports.com, weil unsere Termine halt recht kurzfristig immer sind. Und das liegt aber auch. Man muss ja auch sagen, wenn man dieses Wachstum haben will, dann opfert man dafür auch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel die Flexibilität von den Teams. Und wenn wir sagen, die ist uns wichtiger als das andere, dann macht das Ganze keinen Sinn und dann müssen wir das auch nicht forcen. Oder die Flexibilität von Maxi, dass der sagt, so, ich kann nicht Sonntag. Auch was, wenn wir sagen, das ist uns wichtiger als zu wachsen in dieser Sparte, dann ist das ja kein Problem. Man muss nur die Prioritäten sich selbst fragen und dann halt auch setzen. Ich meine, also
die Idee, über den Podcast das anzukündigen, ist schon nice. Und ich denke mal, das wird sich auch im Laufe des Splits so ein bisschen einpendeln. Aber das Problem war ja auch, dass der Podcast angefangen hat, wo der Split schon fast zu Ende war. Das ist klar. So, dass wir da nicht jede Woche dann irgendwas ankündigen konnten, liegt halt auch ein bisschen an was anderem. Nee, richtig. Aber betrachtet man mal die letzten Splits, dann war es schon so, dass für einen Sonntagscast am Samstag gefragt wird, für einen Donnerstagcast am Mittwoch gefragt wird. Was mich jetzt aber begeistert hat, vollends, und der Martin hier ist da auch Teil für, Teil der Leute, die den Ruhm einsammeln dürfen, wurde tatsächlich gestern für einen Cast am 12.06. Wieso habt ihr euer Spiel schon so früh terminiert? Was ist da los? Weil die Gegner so früh angefragt haben. Ja, mega. Ja. Ja, mega. Du meinst also mit anderen Worten, von euch aus hätte das nicht so früh funktioniert? Ja, guter Fall. Okay. Jetzt drehst du nicht so rum. Nee, finde ich, sehr geil. Finde ich sehr geil. Wünsche ich mir mehr von in Zukunft, dann kann ich es nämlich hier ankündigen. Also ich habe jetzt quasi schon eine Ankündigung, die erst nächste Woche kommt, weißt du, die ich jetzt schon machen könnte. Leute, am 12.06. gibt es einen Weekside-Cast, wenn sich da jetzt noch Cast dafür finden. Kommt vorbei. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich denke bis auch. Zum 12. kriegen wir das hin. Eigentlich sind wir genug Caster, dass es jetzt ein Problem sein sollte. Martin, ich fand's auch interessant, in einem Team. Hau doch mal raus, wie läuft so dieser Terminfindungsprozess? Und wie früh im Voraus habt ihr euch dann immer so auf ein Team geeinigt? Ich spiele halt immer Dienstag, Donnerstag unter der Woche. Haben halt geschaut, wann es für uns so passt normalerweise. Und mit Prime League, also meistens nehmen wir entweder den Standardtermin oder halt Samstag. Was ist Samstag. Der Standardtermin? Standardtermin ist, glaube ich, immer Sonntag. Also, actually nicht sicher. Schon wieder ein bisschen her. Seit es jetzt mal Prime League losging. Aber oder halt unter der Woche einen Trainingstag dann anbieten für die Gegner halt, dass wir dann statt Training eben Prime League spielen. Aber ist halt manchmal schwierig, weil wir halt unter der Woche auch sonst viel zu tun haben oder halt an den anderen Tagen manchmal schwierig ist bei manchen von uns. Und ich bin halt nicht so ein großer Fan jetzt im Sommer, wenn Samstag gutes Wetter ist, Samstagabends unbedingt League zu zocken. Ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Vibe, aber ja meistens einfach den Standardtermin Sonntag und dann ein bisschen vor und zurück verschieben. Und dann das finde ich super. Schon. Also darauf kann ich mich nämlich einrichten. Dann haben wir schon mal einen der beiden Slots, die jetzt in Zukunft immer kommen werden, schon mal festgemacht. Das ist immer Weekside, wenn sie den Standardtermin nehmen. Und wenn die anderen Teams auch den Standardtermin nehmen, dann kriegen wir das sogar hin, dass wir die auch casten. Ich weiß noch, wer war das? Die Ravens haben, glaube ich, den Standardtermin gespielt. Das war dann Nee. Ist natürlich am wichtigsten, ist, dass das Team kann und nicht, dass der Caster kann. Ist ja ganz klar. Also, macht euch da keinen Stress, Leute. Ich will hier nur so ein bisschen. Ich muss ja immer für meine Sache werben, wisst ihr? Und meine Sache ist der Cast. Und ich freue mich halt auch immer so sehr, und das jetzt wieder, weißt du, wieder die Leute pudern und mich einschleifen. Ich freue mich ja auch immer so sehr, unsere Spieler spielen zu sehen. Deswegen finde ich so. Nee, also wirklich. Ich denke, da kommt viel in den nächsten Monaten. Und dann ist schon wieder Sommer. Macht ihr was in den Sommerferien? Nach Ferien? Ich bin nicht mehr in der 10. Klasse. Bist du Student? Ja. Dann hast du ja auch Sommerferien. Ja, schon. Ja. So. Ja, die sind noch ein bisschen später. Also bei mir ist es zumindest so, unter dem Semester verschwimmt da auch die Zeit ziemlich. Also du hast ja die Prüfungszeit, da ist dann Hassel. Und ansonsten, ob jetzt Semesterferien oder Anfang des Semesters sind, stimmt, ist du warst ja auch gerade im Urlaub. Eben, ja, exactly. Ja, genau. Also, okay. Gut, ich habe den dritten Tag dann genutzt noch, aber. Ja. Ich war nach Kroatien nochmal im Sommer dann mit dem Kumpel. Nice. Ja. Bin ich hyped. Vika geht bestimmt auf ein Konzert. Das ist das Einzige, was der Mann macht. Ich hab tatsächlich einige Konzerte noch geplant, aber ich will eventuell sogar mit meiner Schwester nach Schottland. Das ist doch auch schön. Ja. Ja, ich fahre aufs Sommerlager. Zeltlager für 3 Wochen. Und dann fahre ich wahrscheinlich auch noch nach Griechenland oder so. Hauptsache All-Inclusive für eine Woche mit den Jungs. Und dann machen wir, Vika, wir machen einfach unser Konzert, Danny-Treffen, auch Maniac-Treffen. Jeder, der Bock hat, Leute, One Republic, 28.10. ist es, glaube ich, in Frankfurt am Main. Ich hab Bock. Hast du dir gestern schon die Tickets jetzt geholt? Nein, habe ich noch nicht, aber okay. Muss ich bald mal machen. Holt euch ein Ticket, Leute.
Vielleicht kann das Management da ja noch ein bisschen reinspendieren. Der Moment, dass sie gerade nicht da sind, den nutzen wir einfach aus. Also sagen, die würden sowas machen. Kommt vorbei. Wird krass. Mika kommt auch. Da gehen wir doch gerade mal. Cast von Loch Ness, ja. Gibt es da eine. Oh, sehr gut. Wir haben ja über die Umfrage geredet. Und bei der Umfrage ging es groß los. Pascal wurde da geschrien. Ganz laut wurde da geschrien. Pascal, das kann doch nicht sein, dass du hier so Rechtschreibfehler mit reinpackst und es nicht vorher getestet hast. Oder was kam noch von anderen Seiten? Zum Beispiel von mir. Pascal, das kann doch nicht sein, dass du schreibst, 10 ist sehr gut, 1 ist sehr schlecht und wir nur von 1 bis 7 auswählen können. Da kam so ein bisschen in uns allen der Allmann hoch. Jetzt deswegen die Frage, ganz off-topic, was League angeht, aber das stört ja nicht, ne? Wir können ja über alles reden, worauf wir lustig sind. Wo seid ihr am meisten Allmann? Muss nicht Sprache sein, kann alles sein. Wo seid ihr am allermeisten Allmann? Vielleicht so ein paar Habits oder so. Also ich reserviere auf jeden Fall mit dem Handtuch meine Liege. Really? Machst du das wirklich? Das ist ganz klar und da hat auch niemand drüber zu lachen. Okay. Ich weiß noch nicht, ob respectable, aber okay. Macht ihr das nicht? Was? Okay, ich hab wirklich... Ich kenne nur Leute, die das auch machen. Ich bin anscheinend in einem Allmann... In der Bubble. Also ich bin doch nicht auf die Idee gekommen. Nein, ich gehe jetzt nicht vor dem Frühstück dahin um 7 Uhr und reserviere die Liege. Aber nein, okay, aber das haben wir früher auch manchmal gemacht. Aber nein, aber ich gehe schon jetzt morgen, also wenn es morgens losgeht, dann nehme ich schon mein Handtuch, packt es auf die Liege und wenn ich dann an den Strand gehe, dann bleibt halt meine Liege reserviert oder so. Schon nach dem Motto. Ich reserviere schon mit dem Handtuch meine Liege. Ich bin dann auch schon mal 2 Stunden weg und die Liege ist trotzdem meine. Ja, aber ist das noch unter Allmann so zusammenzufassen? Ich meine, wenn, also das ist wie wenn du kommst, keine Ahnung, deine Sachen hinlegst und dann halt einfach 2 Stunden später wieder zur Liege zurückkommst, zu deinen eigenen Sachen. Wenn es voll ist, würde ich aber schon auch mein Handtuch zum Frühstück quasi mitnehmen und kurz am Pool vorbei und die Liege reservieren und dann zum Frühstück und dann halbe Stunde. Warum nicht gleich direkt erstmal der halbe Stundenweg zum Strand, nur um die Liege zu reservieren? Dann schön entspannt frühstücken, schön Wasser mit Nutella. Oh ja, mit Tennissocken. Mit Tennissocken in Sandalen habe ich tatsächlich nicht. Ja, ich weiß. Okay, das war anscheinend, okay. Ich weiß noch nicht, ob das so sehr Allmann ist. Dann, was mich bei Sprache stört, ist desto mehr, desto besser und größer wie. Da kotze ich. Da komme ich rein, jemand sagt es und ich gehe auch wieder. Ey Leute, heute Pause. Ja, heute ganz ruhig. Geht es euch auch so oder seid ihr da komplett abgebrüht? Ist mir ziemlich egal. Abgebrüht. Also jedes Mal schon. Also ich habe ja selber einen Wortschatz, der gefühlt halb Englisch, halb Deutsches. Ich auch. Nein, das ist auch kein Problem. Aber es ist mir komplett wurscht. Also das ist so whatever. Zumindest wird dir im Chat geschrieben. Ob alles richtig ist oder nicht. Ja, aber größer wie? Wirklich? Ja, okay, größer wie, aber größer wie sagt doch auch niemand. Also. Meine eine Lehrerin hat es immer gesagt, Typ bei uns in der Klasse hat es immer gesagt. Es gibt leider wirklich genug Leute, die das sagen. Aber ich glaube, in Hessen ist es auch ein größeres Ding, weil das irgendwie als hessisch abgestempelt wird. Was ich eine Frechheit finde. Wo. Also quasi Relativsatz mit wo. Kennst du den wo? Oh ja, oh. Fußball. Oh mein Gott. Okay. Das ist auch schlimm, finde ich teilweise. Aber ist okay, I guess. Mhm, okay. Okay, nur dass ich jetzt nicht in ein Fettnäpfchen trete. Martin, wo kommst du her? Aus Bayern, aber ich wohne gerade in Innsbruck. Also Österreich. Okay, aber dann kann ich ja mal Schwabenbashing machen. Weil dieses Heben und Halten, da komme ich jedes Mal durcheinander, wenn ich mit Kumpels rede, die da herkommen. Oder was mich in der Uni sehr, sehr, sehr oft nicht zur Weißglut, aber jedes Mal triggert, ist Chemie. Oh mein Gott. Also dieses CH als K. Das geht gar nicht. Kiele. Ja, toll. Oh mein Gott. Ich glaube, in Österreich sagt man auch China, oder? Ja. Ja, schon. Müsste, ja. Also je weiter südlicher du gehst, desto mehr K wird es eigentlich.
Ja, du bist ja auch in Bayern geboren, hast gesagt. Dann hast, ja, bist du ja wahrscheinlich schon so aufgewachsen mit Chemie, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, oh, toll, mega. Wie gut, dass ich es eher auf Baden-Württemberg geschoben habe, ne? Ja, krass. Hier gibt's noch einen guten Kommentar aus dem Chat. Gibt noch die gute Kombo größer als wie. Wird auch immer als hessisch, boah, abgestempelt, aber finde ich auch super hässlich. Als wie? Da kommt's mir wirklich hoch. Tatsächlich jetzt kommt hier eine interessante Sache. Sagt mal König. König? Okay, wieso sagt ihr das beide so? Wie würde man König sagen? Ich kann ja auch King sagen, ja, aber König. Was willst du denn? König. Oh, mit Chi. Mit dem CH, weil das ist tatsächlich das Normale. Und wenn du in Rechtschreibung nachschaust, dann findest du auch immer in Lautschrift bei ganz, also bei diesen ganzen IG-Dingern, also nicht bei allen, aber bei vielen, diesen Ich-Sound. Und tatsächlich ist hier in Hessen so, dass es alle anders machen. Also alle sagen einfach mit IG. Und das ist so ziemlich weird, weil sobald du Hessen verlässt, nicht hessisch. Sobald du Hessen verlässt, schauen dich alle so richtig komisch an, ob du behindert bist. Und nein, du bist nur Hesse. Weißt du? Interessant. Aber das gibt's ja eigentlich bei jedem Bundesland, dass die irgendwas haben. Ich meine, mit Bayern bist du natürlich ganz vorne dabei. Kannst du bayerisch? Also allein Krapfen oder so. Ja, das ist ja ein Klassiker. Das ist ja ein Klassiker. Aber kannst du richtig bayerisch? Nicht wirklich, ne. Nee, okay. Also so ein paar Wörter, weil ich kann jetzt nicht wirklich bayerisch sprechen. Wenn ich da in Oberbayern unterwegs bin, habe ich niemanden. Nee, überhaupt nicht. Hessisch kann auch wirklich. Wenn du nach Bayern gehst, dann können ja schon einige bayerisch. Gerade wenn du so in die südlicheren Gebiete gehst, in die Berge und so. Wenn du südlich in Hessen. In Hessen findest du fast niemanden. Du musst schon eine 60-jährige Person finden, damit der noch Hessisch kann. Kann niemand so richtig das Hessisch als Sprache, was man kennt, aber ganz viel hessischer Dialekt ist natürlich drin. Also, dass wir irgendwas ein bisschen weird sagen. Mhm. Aber das hat man ja überall. Aber es ist lange nicht so stark in Hessen, wie wenn du jetzt zum Beispiel nach Bayern oder in die Pfalz gehst, wo du ein paar Leute tatsächlich einfach nicht verstehen kannst, wenn du deren Sprache nicht sprichst. Ich glaube, Bayerisch hat auch einen viel höheren Stellenwert hier in Bayern. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem im Land, wenn du kein Bayerisch sprichst, also hast du weniger Optionen. Oder sind die Leute dir tendenziell weniger offen eingestellt? Also wenn du natürlich auf der Reise bist oder Urlauber bist, dann sind die Leute, behandeln dich ganz normal. Also es ist dir komplett wurscht, ob du Bayerisch kannst oder nicht. Aber wenn du quasi zugezogener bist und kein Bayerisch kannst, dann bist du tendenziell ein bisschen out of the loop, würde ich sagen, wenn du wirklich ganz ländlich wohnst. Ja, in Bayern. Also ist natürlich immer auch so ein, zieht sich immer zum Land hin, dass da diese entsprechende Sprache ist. Und in Hessen hast du ja noch mal viel weniger Landleben als jetzt zum Beispiel in Bayern, was noch übrig ist. Denk, daran liegt es auch. Und ich bin natürlich auch ein absolutes Großstadtkind. So, ich kann nicht für ganz Hessisch sprechen. Ich bin ein absolutes Großstadtkind. In München können auch viel weniger Leute bayerisch als jetzt auf dem Land in Bayern. Aber in Hessen ist es schon so, dass du Hessisch schon nicht so einfach findest. Also bin auch. Du hast immer mal so Ansätze. Bin auch im Umland gut unterwegs. Es passiert dir eigentlich nicht, dass du jemanden nicht. Ja, du hörst keine Eigude wie? Doch, das ist ja aber. Das ist mehr so eine Grußformel, die sich die hochdeutsch sprechenden Leute aneignen, als dass es tatsächlich ist, die sprechen Hessisch, weil nach dem Eigude wie würdest du noch ganz viel anderes Zeug hören, was du aber nicht hörst. Zumindest mein Erlebnis, was ich da habe. Aber nochmal auf das Einwand zurückzukommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du vorhin Flexibilkeit oder Flexibilikeit oder irgendwie sowas, ja, das war hast du Maxi zugeordnet. Und da hat es mir auf jeden Fall aufgestoßen. Ich habe es noch im Kopf gehabt. Nochmal wie? Du hast nicht Flexibilität gesagt, sondern so. Flexibilikeit. Ja, oder ich habe mich Flexibilkeit oder so. Ja, aber ich habe es schnell gemerkt. Es war auch belastend. Deutsch ist halt eine schwere Sprache. Habt ihr noch irgendeine Habit, die so Allmann-mäßig ist? Nichts? Ich glaube, ich bin halt auch einfach großer Allmann, deswegen fallen mir da so viele Sachen ein. Ich glaube, ich bin legit der größte Anti-Allmann, den du finden kannst. Okay. Ich will alles überhaupt nicht. Du machst nicht. Gar nichts Allmann-mäßiges?
safe mache ich irgendwas, weil da würde mir spontan nichts einfallen, was ich so wirklich albummäßig mache. Das ist krass. Finde ich super. Also ich habe aber auch komplett einen anderen Lifestyle als, ich würde sagen, der Average Deutsche oder Average Alman. Also allein von meinem Rhythmus. Ich habe eher so einen, ich würde sagen, spanischen Rhythmus vom Schlafrhythmus auch. Und jetzt nicht unbedingt, weil ich ein Gamer bin, sondern einfach, weil ich es deutlich angenehmer finde. Wie ist, Rhythmus? Wie ist denn der spanische Rhythmus? Naja, du bist eher so in Richtung, also du schläfst, machst quasi eine Siesta oder schläfst halt tagsüber, wenn du Zeit hast, mal zwischendrin. Oder döst halt und du bist halt in der Nacht, du isst viel später Abend, bist viel länger wach und stehst dann eben auch später auf. Kommst dann tendenziell also wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer in den Tag und ich bin halt am produktivsten dann in der Nacht. Habe ich so für mich mitbekommen, dass ich halt produktiver bin, wenn ich so gegen 10 bis 12 oder so noch meine Sachen mache und dann später ins Bett gehe. Also wenn ich sage, ich gehe um 11 ins Bett und dann am Morgen um 8 aufstehe, dann läuft bei mir sowieso nichts. Also mich komplette Leiche einfach. Ja, nachvollziehbar. Tatsächlich habe ich das in den Uni-Phasen, wo es ging, auch so gemacht, dass ich lieber um 11 nochmal eine Vorlesung geschaut habe, als am nächsten Tag um 7 aufzustehen und dann die Vorlesung zu schauen. Und ich glaube, dann kommst du aber auch in einen viel entspannteren Rhythmus rein, als wenn du jeden Morgen halt dir einen Wecker stehst. Ich würde es so gerne machen. Ich würde es so gerne machen, aber die Uni lässt mich nicht. Sie lassen mich nicht. Und auch meine Arbeit lässt mich nicht. Ich muss ja in der Schule arbeiten. Die lassen mich nicht. Ich bin für so noch, wie du halt studierst oder was du halt studierst. Ja, also bei mir ist halt teilweise halb online, halb Präsenz. Dann ist es unter der Woche halt manchmal echt in Ordnung noch. Aber wenn ich natürlich eine Vorlesung um 8 Uhr habe, dann muss ich halt zwangsweise aufstehen. Ja, das heißt, aber most of the time ist es bei mir ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr laid back, weil ich eben auch viel mehr Fokus auf Hobbys setze oder viel mehr Fokus auf Nicht-Karriere. Also ich glaube, es ist auch so ein typisches Allmann-Ding, dass du halt versuchst, in der Arbeit möglichst erfolgreich zu sein, Karriere zu machen. Da bin ich tatsächlich gar nicht der Allmann. Das Einfamilienhaus, 2 Kinder und so weiter. Aber es ist bei mir also überhaupt nicht der Fokus. Okay. Da bin ich tatsächlich super weit vom Allmann weg. Ich könnte so ein richtiger Typ sein, weil ich habe ein anständiges Abi gemacht, ich habe eine Ausbildung fertig, könnte da jetzt voll durchstarten, aber ich habe einfach keinen Bock. I don't know. Ich will lieber zocken. Ich bin halt faul. Die Jugend von heute. Aber, ja, ich weiß. Ich glaube, es ist auch... Wir sind halt verwöhnt auch irgendwo. Aber... ist halt okay. Die Welt wandelt sich hin zu den verwöhnten Leuten. Ich bin ja auch stark für ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber das ist eine andere Diskussion, die sollten wir jetzt nicht aufmachen. Ich glaube besser nicht. Was ich am ehesten noch für mich als Allmann betiteln würde, ist, dass ich mich relativ streng an kein Bier vor 4 halte. Aber das ist mehr eine persönliche Einstellung. Okay, interessant. Dann. Gehst du bei Rot über die Ampel, wenn die Straße leer ist? Dazu möchte ich mich nicht äußern, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Okay. Nee, da bin ich ein Allmann. Aber nicht, wenn die Straße leer ist, sondern weil ich den Kindern ein gutes Vorbild sein will. So, sehr gut. Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe und dann irgendein Kindergartenkind oder irgendein Grundschüler das sieht und es dann selber macht und vielleicht nicht genau aufpasst. Aber da bin ich tatsächlich ein Allmann drin, true. Tatsächlich denke ich mir, also ja, ich auch nicht. Aber ich denke mir im Straßenverkehr häufiger, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung ist, dass man als Verkehrsteilnehmer dazu beizutragen hat, dass der Straßenverkehr flüssig läuft quasi, dass keine unnötige Pausen etc., ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut ist, eintreten sollen. Da denke ich mir manchmal, es sind auch so ein paar Sachen sehr, sehr... kontraproduktiv und die kann man dann vielleicht auch zeitweise missachten. Aber gerade bei der Bahn oder so, ich warte auch immer, bis die Schranke oben ist und es grün wird. Und wenn hinter mir so ein Typ steht, der drängelt, ist mir scheißegal, Junge. Du kannst warten. Du kannst diese 10 Sekunden jetzt bitte warten. Ich warte auch. Und dann kommen die von drüben schon rübergefahren und ich versperre den Weg und ich denke mir so, nee, müsst ihr jetzt schauen. Ist euer Problem. Ist nicht mein Problem. Ist noch nicht grün. Finde ich auch immer so schlimm, wenn zum Beispiel Stau ist. Und diese Leute, die dann 10-mal die Spur wechseln. Ja, also denken, komm, bleib einfach werden. Doch, chill doch mal, wirklich. Es ist so schlimm. Und dann 5 Minuten später liefen sie genau wieder.
Am schlimm. Okay. Jetzt haben wir es, Leute. Jetzt haben wir es. Im Straßenverkehr kommen die Almans aus uns raus. Wenn eingefädelt wird oder wenn auf einer Abfahrspur schon ewig lang Stau ist, die Leute, die dran vorbeifahren und vorne reinscheren, da werde ich fuchsig. Einfach nur Hurensohn. Da werde ich richtig fuchsig, Leute. Uiuiuiui. Da gibt's aber... Wenn ich den nochmal sehe, was ich nicht werde, weil der ist viel früher da als ich. Ist er auch nicht. Der hat ja legit dann so 50 Autos geskippt oder so zeitweise. Ja. Richtig frech. Nee, sehe ich auch überhaupt nicht ein. Also, wenn er schon so langsamer wird und du merkst, okay, der wusste jetzt nicht. Guckt er. Nein, der wusste nicht, dass er hier ab muss und der versucht es dann auch schon vorher, weißt du? Bevor das Ding ganz zu Ende ist. Dann sage ich, ey, komm rein. Kann jedem passieren, passiert mir auch. Aber der Typ, der vorbeifährt bis zum Ende, der schon dieses Grinsen im Gesicht hat, den du schon richtig ansiehst, da gibt's. Nee, wenn ich da vorne stehe, dann lasse ich den auch nicht rein. Aber was dann richtig satisfying ist, nicht mehr weiter. Wenn du weißt, dass es zwei Spuren sind, die abgehen, dann ist es sehr angenehm, an so einer langen Schlange vorbeizufahren. Da haben wir so eine bei uns. Eine geht ab quasi als Abfahrt schon vorher und dann vorne entsteht noch eine zweite, wo du quasi direkt reinziehen könntest mit deinen 100, die du noch hast von der Autobahn. Also es ist tatsächlich eine Autobahnabfahrt und die geht dann zweispurig, aber die eine Spur entsteht erst vorne und es ist auch tatsächlich so, es gibt welche, die werden zweispurig, aber eigentlich werden sie von der einen Spur aus zweispurig. Aber nein, die wird tatsächlich von zwei Spuren aus zweispurig, nur dass die eine sich teilt. An so vielen Autos bin ich da schon vorbeigefahren. Die haben sich wahrscheinlich das gleiche gedacht wie ich eben, aber als sie vorne angekommen sind, haben sie gedacht, oh mein Gott, er hatte recht. Das mache ich nächstes Mal auch. Ja, genau. Nee, das ist tatsächlich sehr satisfying. Aber ich bin mittlerweile ganz froh, dass ich mein Auto fahre. Also ich musste mein Auto abtreten, weil TÜV und sonst was. Und meins ist es eh nie gewesen. Ich fahre eh nicht so gerne Auto. Aber ich bin auch tatsächlich der Typ, der auf der rechten Spur mit 90 hinter dem LKW hinterher tuckert, wenn er in 5 Kilometern abfahren muss, weißt du, weil ob ich mir da jetzt noch den Stress mache, den zu überholen und dann komme ich da. Ja, ey, du, Spritpreise mittlerweile, ne? Ja, Spritpreise sind eh so ein noch ganz anderes Thema, aber ich habe noch nie so richtig Spaß am Autofahren gehabt. Für mich war das immer nur so ein Mittel zum Zweck. Ich will halt wohin und es ist sehr praktisch. Obwohl ich in der Großstadt wohne, ist es manchmal sehr praktisch. Aber meine ganzen parallelen Leute aus meiner Generation, die immer so, oh geil, endlich Auto fahren, zack, 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 Autobahn so cool, 160. Komm. Also du hattest noch nie diese Zeit, wo du wirklich einfach das Autofahren geliebt hast und auch einfach quasi das war's, was du jetzt verurteilst, was du jetzt nicht... Nee, es gab nie eine Zeit, wo ich gesagt habe, ey, ich würde jetzt gerne Auto fahren. Okay. Gab's einfach nie. Ich will einfach, weißt du, ich habe mir manchmal gedacht, okay, jetzt nehme ich lieber das Auto, als Bahn zu fahren. Ich habe nie gedacht, Alter, jetzt endlich wieder Autobahn fahren. Okay. Also ich bin, muss ich sagen, ein ziemlicher Bahn-Enjoyer. Ich fahre tatsächlich gerne Zug. Ich glaube, da bin ich ziemlich alleine mit. Ich bin tatsächlich, glaube ich, noch alleiner, als wir in der Schule nämlich abgestimmt haben, wie wir fahren wollen auf Kursfahrt, war ich einer der wenigen, die für Bus gestimmt haben. Ich bin Bus-Enjoyer. Also Reisebus. Okay. Reisebus-Enjoyer, nicht Nahverkehrbus. Nahverkehrbus ist der größte Müll. Ich hasse ihn. Aber U-Bahn ist krass und ja, Regio ist auch krass. Aber und ja, ECE ist auch krass, sage ich ja gar nichts. Aber Bus, Reisebus, nur Reisebus, nicht Nahverkehrbus. Reisebus ist ein richtiger Vibe. Da setzt du dich rein, du kommst sogar noch richtig angenehm an, zum Beispiel bei einer Kursfahrt oder so. Ich find's cooler als Bahn, gut. I don't know. Also ich bin mal mit dem Bus von München nach London gefahren. Ja. Muss nicht nochmal. Wie lange fährt man da? Weiß ich gar nicht mehr. Während der 10, 12 Stunden. Ja, ich bin gewesen. Halt auch schon öfter nach Italien bis ans Meer gefahren mit dem Bus. Ich fand's nicht schlimm. Also es war dann so eine 13-Stunden-Fahrt, meine ich. Ja, hängt vom Bus ab, finde ich. Das Ding ist, ja klar. Oh, ja. Und es hängt auch, du bist halt auch stark vom Verkehr abhängig. Ich fänd's besser als mit dem Zug, weil du mit dem Zug dann halt auch noch umsteigen musst in der Regio am Ende und dann
vom Bahnhof noch laufen musst, etc. Der Bus fährt dich halt dahin, wo du hin willst, so im besten Fall. Und der Abreiseort ist natürlich ungefähr so zu erreichen wie der Flughafen. Wir sind sogar einfach vom Flughafen abgefahren. Also kompliziert, aber die Ankunft ist sehr praktisch. Und du musst halt auch nicht umsteigen oder sowas. Und der Direktzug existiert ja auch in vielen Fällen nicht. Wir sind dann auf der Kursfahrt. Haben wir nur 6 Stunden gebraucht statt... Oder nein, wir müssen weniger gebraucht haben. Aber ein bisschen mehr hätten wir beim Bus gebraucht, aber dafür hätten wir nicht 3-mal umsteigen müssen. Und auch nicht durch die Stadt am Ende noch tingeln müssen. Ich hätte uns da gesehen beim Bus. Aber die Achso, Leute, ihr seid mit der Bahn gefahren. Wir sind Bahn gefahren, genau, weil alle anderen waren für Bahn. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe so mein Problem in... Auch manchmal Stadtbussen, aber ich habe so meine Probleme, wenn die Luft extrem schlecht ist, ja, in einem geschlossenen Fahrzeug, dann geht's mir einfach nicht gut. Das ist auch ein übelst großes Problem bei mir, aber das habe ich in jedem der 3 Gefährte. Und ich finde das in Zügen ganz angenehm. Ich kann in Zügen mich auf die andere Seite setzen, entgegen der Fahrtrichtung, lesen, Musik hören oder irgendwas noch gucken, selbst bei angehender schlechter Luft mit der Maske mittlerweile. Aber es ist halt trotzdem angenehm. Okay, aber ich bei Zügen finde ich auch. Aber bei Zügen finde ich auch, musst du Abstriche machen. Es gibt die, die zuverlässig sind und die, die an jeder Mülltonne halten. Oder das nicht zuverlässig, aber die, die auch einige skippen und wo du dann angenehm eine Fahrt haben kannst und nicht so, ja, S-Bahn halt einfach. Ja, S-Bahn in. Ja. Eben, aber niemand fährt mit der S-Bahn jetzt in Urlaub. So. Nee, definitiv nicht. Aber wenn ich die Wahl hätte, ob ich eine halbe Stunde pendel mit der S-Bahn oder das so time, dass ich gegebenenfalls 10 Minuten früher aufstehe oder keine Ahnung was und wegen mir 40 Minuten, ja gut, das geht eh nicht, aber halt irgendwie, dass ich mir die Zeiten setze, einen anderen Zug zu nehmen als die S-Bahn, auch wenn die S-Bahn theoretisch dann alle 10 Minuten kommen würde oder so. Gerade Wiesbaden-Frankfurt. Kann Danny wahrscheinlich relaten. Seit die Brücke da kaputt gemacht haben, halt auch nochmal schwieriger. Nee, ich hatte halt den Spaß letztens, ich glaube letztes oder vorletztes Wochenende, ich habe wegen der Verspätung von meiner Ursprungsbahn meinen Anschluss verpasst und durfte dann mit der S-Bahn fahren und das abends um 10 war ein reines Vergnügen, absolut. Hier wird noch Privatjet-Enjoyer geschrieben. Flugzeug finde ich auch gut, aber Flugzeug innerlandes sollte verboten sein. Also ich mach's auch nicht so, aber ich meine, du kannst nicht den Konsumenten dafür bestrafen, dafür rügen, weil er ist am Ende ein Individuum im Markt, müssen das von der Anbieterseite her regulieren und das sollte verboten sein. Es kann nicht sein, dass man für 20 Euro von Frankfurt nach Berlin fliegt oder so. Es kann nicht sein, okay? Kann nicht sein. Dann auch Billigflüge nach irgendwo, kann auch nicht sein. Das muss ein teures Ding sein, das muss ein richtiges Investment sein, da mal zu fliegen. Aber Privatjet wäre natürlich... Fan von den... Privatjet wäre natürlich ein... Aber vom Fliegen selbst bin ich schon ein Fan. Aber du bist kein Fan halt... von den 3-Euro-Flügen nach Malle im Sommer? Ja, tatsächlich bin ich davon kein Fan. Nein, ich auch nicht. Und ich kann aber niemanden verurteilen, der den benutzt. Weißt du, der den fliegt. Weil, was soll er denn machen? Ja, aber... Einfach aufhören, Fliegen zu subventionieren. Ja, das ist ja quasi Steuermaßnahme. Plus und Minus. Ja, am Ende alles das Gleiche. Da sollte mal was gemacht werden. Aber das Allerschlimmste, Leute, also U-Bahn ist geil. U-Bahn ist richtig geil. Und ich bin immer mit der U-Bahn zur Schule gefahren. Und dann beim Arbeiten musste ich Straßenbahn erst noch fahren. Das war ewig lang. Das war auch ungeil. Aber nur, weil es so ewig lang war. Straßenbahn auch praktisch. Und dann kam der Bus. Wie schlecht ist Bus im Nahverkehr? Das kann doch gar nicht sein. Also wirklich Bus, ich musste erst S-Bahn fahren in die Innenstadt und dann 3 Stationen, also ich hatte die Wahl, entweder 3 Busstationen oder eine S-Bahn-Station und 2 Tramstationen und ich habe immer S-Bahn und Tram gewählt anstatt diesen Bus. Also es war so nervig. Ich musste tatsächlich so 7 Stationen Bus fahren. Es war einfach nur Roulette, wann ich ankomme auf Arbeit. Weißt du, irgendwann schaut mich mein Chef so an, weil ich, keine Ahnung, 20 Minuten zu spät bin. Ey, was los? Ja, also, ich war zur normalen Zeit an der Bushaltestelle.
Der Bus ist gerade abgefahren, der in 2 Minuten fahren sollte. Der danach ist ausgefallen und danach ist leider irgendein Stau gewesen, weil da beim Krankenhaus was los war. Dann sind wir einen riesen Umweg gefahren. War richtig geil. Dann auf dem Rückweg auch einfach. Du musst nur diese 7 Stationen Bus fahren. Bus, auch eine ganz komische Sache, mal ganz kurz. Der fährt auf dem Hinweg anders als auf dem Rückweg, weil die Straßen Einbahnstraßen sind. Was denn sowas? Also, wo kommen wir da denn hin? Stell dir vor, die U-Bahn würde das machen. Nein, und dann plötzlich hält der nicht an der Station, wo ich aussteigen will, sondern endet vorher, weil irgendwas wieder los ist. Ich dachte schon, U-Bahn wäre stressig, weil da mal die Leitung kaputt ist oder so, aber nein, der Bus, das ist der Stress unserer Generation. Ich hasse es. Ich musste mal, also es ist jetzt kein Nahverkehrsbus, sondern ich bin mal Flixbus gefahren, auch von Kroatien dann wieder nach Deutschland. Und das war während Corona, glaube ich, noch, aber ziemlich am Anfang. Nee, das war nach dem ersten Jahr, glaube ich, also vor 2 Jahren ungefähr. Und dann waren wir an der Grenze stuck, weil wir, glaube ich, 2 Iraner im Bus hatten, die meinten, sie wollen nach Frankreich. Und der bayerische Zollbeamte hat es natürlich gar nicht eingesehen und meinte dann die ganze Zeit, das ist Germany, not France. Da waren wir dann irgendwie mehr als eine Stunde stuck, weil der denen nicht geglaubt hat, dass die über Deutschland nach Frankreich mit dem Flixbus fahren. Und dann den ganzen Bus aufgehalten hat. Ja. So, ein abgewöhntes Erlebnis. Und im Zug, du fährst halt einfach. Ja. Manchmal machen sie eine Stichprobenkontrolle, aber du kommst halt einfach an. Ich hatte beim Flixbus, war es früher ja so, dass du, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es hat sich dahingehend verändert, dass du mehr Zwischenstationen hast. Ich weiß nicht, ob das akkurat ist, aber ich bin öfter mal Direktbusse gefahren und dann immer öfter haben die auch irgendwo zwischengehalten. Ich glaube, das sorgt halt dafür, dass du immer mehr derartige Probleme hast. Weil bei der Verbindung Frankfurt-Berlin, was soll da groß passieren? Da fährst du halt los, pünktlich und kommst halt irgendwann an und dann hat sich das. Aber wenn du halt noch 2 Zwischenstopps irgendwo machst oder noch 3, dann müssen da Leute zusteigen und dann haben die vielleicht aber auch Verspätung bei ihrer Bahn und dann warten wir plötzlich auf die und dann haben wir den Salat. Ist rein logisch, ja, dass das passiert, Stops aber... In Italien und Österreich dann. Ja. Also es war halt so ein Flixbus, der wirklich einmal komplett durchfährt und dann die Leute mitnimmt. Genau, ja. Dann wartest du auf irgendwen und dann weiß auch der Busfahrer nicht so recht, was jetzt eigentlich abgeht und alles nicht perfekt. Aber gut, also beim Nahverkehr hat sich's herausgestellt, Freunde, und beim vor allem beim Straßenverkehr sind wir die Allmanns. Dann kommen wir jetzt ganz kurz noch auf unser letztes Thema zu sprechen. BMR, eins der 5 Teams, die wir haben bei Maniac, spielt morgen das Lower Final. Ihr habt es gesehen, sie sind leider gescheitert im Upper Final. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das casten. Am Coin-Toss. Match war. Am Coin-Toss, ja, tatsächlich. Auf jeden Fall, falls da was gibt, findet ihr es heraus, wenn ihr auf einem der beiden Discords seid. Oder einfach auf Twitter Maniac followt. Wichtig. Dann. Es war Kali. Ihr habt keine Kali gespielt, oder? Nee, haben wir nicht. Hat irgendwer bei uns Kali gespielt? Es ist immer so stressig, Kali zu spielen. Ja, und welche Diff spielt ihr jetzt? Ich glaube, das 6. Also ihr hättet auch maximal eine nach oben gekonnt, quasi durch Kali. Ja, genau. Wir hätten, ich glaube, es war eh noch ein Diff-5-Spot offen, den wir hätten nehmen können, aber... Stimmt. Wir haben uns dagegen entschieden. Ah, okay, ja, okay, dann hätte es ja gar keinen Sinn für euch gemacht, Kali zu spielen. Ja, ja, ihr hättet einfach den Origin-Spot nehmen können. Genau, okay. Ist der Spieltag, an dem ihr spielt, der normale erste Spieltag oder haben manche schon vorher Spiele? Also ich glaube, man kann die Spiele auch schon vorher machen, aber für uns ist es der erste Spieltag. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Dann Freunde, geht's am nicht jetzt das Wochenende, nicht das Pfingstwochenende, sondern das Wochenende danach, geht's dann los mit Prime League endlich wieder, Sommersplit. Und wir haben 5 Teams am Start. Buff My Range, Weakside, Please Buff Anivia, Abrupt Chaos und Miesmuscheln. Wir hoffen, so viel wie möglich davon zu sehen. Und du darfst jetzt noch kurz sagen, Martin, warum ihr den Split gewinnt und Besten überhaupt seid. Wir die Besten überhaupt sind.
Weil wir auf jeder Position AP spielen und dann immer mit 4x AP und Engage Supporter spielen. Okay. Und die Gegner deswegen, da denken sie, kaufen Mercs und gewinnen. Und dann gewinnen wir trotzdem. Genau. Das ist eine gute Strategie. Aber jetzt hast du ein bisschen die Geheimnisse verraten. Gefährlich. Ja, scheiße, ne? Ich freue mich drauf, das zu casten. Ja, das ist richtig. Kann sein, dass die Gegner zuhören. Spielt ihr dann Gwen, Diana und... Ja, wir spielen normalerweise, also wir haben letzten Patch immer Karthus gespielt, weil Karthus aber broken war. Genau. Okay. Und wir spielen in der Mitte, den einzigen AD-Champion, den wir haben, sind Tristana eigentlich. Und dann haben wir immer Tristana gepickt und dann haben wir Karthus gepickt. Und die Idee war dann, dass wir Tarn flexen, dann war aber Tarn immer gebannt. Und dann saßen wir da mit Tristana Karthus. Dann hieß es, okay, wir spielen Tristana als Botman. Dann haben wir irgendwie Lux Mitte und Nautilus gehabt noch. Dann hatten wir plötzlich noch einen Cho'Gath auf der Toplane oder so. Ja. Sehr gut. Klingt, du meinst also, der ideale Plan geht jedes Mal auf. Der Draft, genau. Und ich will irgendwie trotzdem. Der Draft ist auf jeden Fall übelst durchgeplant. Ja, wir haben letztes Mal was anderes probiert. Wir haben versucht, Kog'Maw-Lulu zu spielen und nicht Heavy AP Jungle. Ist eher nach hinten losgegangen dann. Okay. Also doch back to the roots. Ja, der gefürchtete Brand von Buff My Range war einfach zu stark. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das zu sehen. Wie gesagt, Leute, nächstes Wochenende werden wir da wahrscheinlich auch schon das erste Mal sehen. Ob ich es caste, weiß ich noch nicht. Ob der Mika es castet, weiß er auch noch nicht. Aber ich denke mal, die Chancen sind recht hoch, dass ihr einen von uns dort antreffen werdet. Deswegen sagen wir bis dann, beziehungsweise, ey, nächste Woche Mittwoch bin ich natürlich auch wieder am Start mit der nächsten Folge. Ja, also TikTok-Show. Theoretisch gäbe es ja auch, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber gegebenenfalls halt morgen LLC und ist. Am 6.7. Siebter, ist das Finale, da bin ich auf jeden Fall raus, aber vielleicht casten wir das auch, kriegt ihr dann auch mit. Genau, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Follow da, egal wo ihr gerade seid, also Twitch, YouTube oder Spotify, wir freuen uns wirklich überall über euer Herz und schicken euch ganz viel Liebe zurück. So, jetzt dürft ihr gerne noch was sagen. ja, Martin, willst du, oder? Der Stammgast hier. Der Stammgast. Ja, der Stammgast. Nee, von mir gibt's eigentlich eh nichts mehr. Bin ja. Ich so der Mann der großen Worte. Nicht der Verabschiedungs-Guy. Okay. Nee, ich bin nicht der Verabschiedungs-Boss. Dann musst du gleich einfach noch so ein geiles Tschüss reinschreien, nachdem der Mika was gesagt hat. Okay. Klingt gut. Ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich freue mich, dass ich das MSI-Thema doch irgendwie noch hier reingekriegt habe. Ich freue mich auf das TFT. Ihr habt da sehr, sehr viel Lust wieder in mir entfacht, dass ich mich da einlese. Und natürlich wünschen wir viel Erfolg für morgen und dann nächste Woche Buff My Range. Absolut. Aber bitte mit Brand, ne? Also wenn ich kein Brand sehe, bin ich traurig. Ich will Brand sehen. Auch das, auch das. Dann tschüss, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.